him. Drink a beer. Läuft, gell? Läuft! Feel Good Podcast! Das ist der Feel Good Podcast! So richtig, gell? Mit dem Joel von Mutzenbecher! Acher, acher! Ja, ja. Alles im alles im Lot. Es ist gerade irgendein Kabel runtergefallen. Ja, aber das macht nichts, das ist schwierig gewesen. Man braucht ab und zu einfach noch ein Kabel, das nicht mehr rumhängt. Das macht es spektakulär. Absolut! Absolut! So, schau jetzt an, wenn du jetzt hochgehst, dann bist du gerade wieder höher. Ja. Yeah. Wir sind ja mega hoch heute, muss ich sagen. Es ist alles sehr hoch. Okay. So. Check. Boom, boom, boom. Feel Good Podcast. Yes, yes. Hey. Wir schließen den Kreis mit dem Janky. Ja. Zweiter Podcast ist es, gell, wo wir angefangen haben. Ja. Zweiter Podcast und jetzt nicht ganz 100. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. 95, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, wenn der kommt. Ich glaube nicht, dass der jetzt direkt kommt. Wir haben das gesehen. Auf jeden Fall nehmen wir ihn auf am zweitletzten Tag, wo du noch als Support bei mir auf Tour bist. Ja. Und wo wir den ersten zusammen aufgenommen haben, bist du kurz vor dem ersten Auftritt. Vor dem ersten, mit mir als Support. Also ja. Du bist schon dabei gewesen, aber dann so, wo wir wirklich auf Tour sind. Ja. Das brandneue Konzept, ja. Wo ein Support fix dabei ist und die erste halbe Stunde macht und nachher dann in dem Fall ich das Programm im Stück spielt. Und ich habe gedacht, das war ein guter Moment, um wieder mal mit dir zu schwätzen, weil wir haben ja nie geschwätzt auf dieser Tour. Ja. Wir haben zwar zusammen Auftritt gehabt, aber eigentlich Hallo haben wir uns auch nicht gesagt. Wir haben immer getrennte Garderobe gehabt. Du bist mit dem Zug gekommen, ich bin mit dem Auto gekommen. Auf der Bühne haben wir vielleicht mal kurz unsere Umarmung gegeben, aber die war ja nur für die Show gewesen. Ja, absolut. Das ist nur Showbusiness. Und sonst haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun. Darum habe ich gedacht, könnt mir mal reden. Nein, Ich weiß noch, wie dort das eben so etwas ganz Neues war und es ist ziemlich viel passiert. Es ist also mal schnell eine Pandemie reingekommen und es hat mich gestern zum Beispiel habe ich gemerkt, wie wirklich so also eine leichte Wehmut kommt, weil du jetzt dann nicht mehr mit mir auf Tour bist. Ja, ich merke es auch. Es war eine wunderschöne Tour gewesen, also beide Jahre. Jetzt auch mit allen Ausfällen drum und dran. Wir haben crazy Zeug erlebt, wir haben von den wenigsten Leuten bis zu den grössten sind. Wir haben wirklich das ganze Spektrum abgedeckt. Definitiv. Wir haben gedacht, es werden zwei Jahre. Einfach eine Saison das vierte Programm von mir und eine Saison das fünfte Programm von mir. Vom vierten haben wir zwei gar nicht können spielen. Und nachher ist dann immer verschieben und da und dann mal weniger Leute, Zeugs und Sachen. Aber die legendäre Show in Zug. Hey, Burpachkeller, 13 Leute. Oben vor dem Lockdown. Ja, und 13 Personen. Und du hast ja gesagt, vom Video, wo die Leute geschaut haben, niemand glaubt, dass es nur 13 Leute waren. Nein, wirklich nicht. Und wir haben aber dort noch nicht den negativen Rekord gehabt, sondern ich weiß nicht mal mehr, wo wir gesehen sind. Das ist in der Nähe von Solothurn. Wienisdorf. Wienisdorf, genau. Dort sind es, glaube ich, 8 gesehen. Ja, also mit den Technikern und allen drum und dran. Dort sind es, glaube ich, 11 gesehen. Ja, das kann sein. Yeah.
Ja, erzähl mal, was sind jetzt so deine Erfahrungen? Hast du irgendetwas gelernt, etwas für dich mitgenommen aus dieser Zeit? Hey, für mich war das eine super Schule gewesen, dir zuzuschauen, wie du dich vorbereitest, wie du damit umgehst, wie die Situation anders wird jedes Mal. Und das alles gar nicht. Ja, genau. Es hat mir recht Druck genommen. Ich so, gut, der macht auch nichts, also muss ich nichts vorbereiten. Nein, es ist wirklich, es ist die beste Schule gewesen für mich. Um alles mal wirklich miterleben und nicht gleichzeitig den Druck haben von anderen Leuten. Die anderen erleben das zum ersten Mal, wenn sie selber auf Tour gehen und dann ist alles neu für sie. Und für mich ist es so gewesen, wie ich kann einfach dabei sein, alles mitmachen, ohne das Risiko. So ein bisschen wie Onkel sein und nicht Vater. Ja. Yeah. So, du kannst mitschauen und sagen, oh, das sind die Probleme, da muss man auch aufpassen, aber du hast selber kein Risiko. Bei Kind jetzt? Nein. Kind, ja. Nein, zum Beispiel, ich weiß noch, bei welchem Auftritt es war, aber ich bin auftreten und alle sind so easy drauf gewesen und dann hatte es einfach einen, den ich gesehen habe, der die ganze Zeit so Arm verschränkt und so eine Glatze und so. Es war ein recht so ein stierer Typ gewesen. Und der hat mich recht aus dem Konzept gebracht. Nachher bin ich raus und ich so, hey, erste Reihe oder dritte Reihe links und so, Glatze, schau den nicht an und so, das bringt einen voll raus. Und du so, okay. Und dann ist Pause und nach der Pause kommst du auf, das Erste, was du machst, du, von wo bist du? Und so hat direkt den angesprochen. Und dann habe ich gemerkt, fuck, du musst in Schmerz reingehen, wenn irgendetwas ist, was dich stört. Und du bist der das kontrolliert, wie die Stimmung wird. Und Das ist sehr eindrücklich gesehen, wie er mit seinen Sachen umgeht. Ist das zu Basel gesehen? Das kann sein sogar. Der ist dann wiedergekommen. Das, ah, wirklich? Der hat den Time of his Life gehabt. Sein Gesicht hat es einfach nicht verraten. Aber der ist mit der ganzen Familie gekommen. Ah, wirklich? Der hat irgendeinen komischen Namen gehabt. Ja. Okay. Aber ja, in Schmerz hineingehen, das ist ganz wichtig. Das ist, glaube ich, das Grundprotestantische in mir. Man muss leiden für etwas. Aber das haben wir in dem Podcast, glaube ich, einmal besprochen. Ich sehe das als so Grundregel in der Comedy und ich probiere es aufs Leben anzuwenden. Es ist nicht so einfach im Leben, aber stating the obvious ist so eine wichtige Grundregel, weil wenn es die Leute mitkriegen, und du das auf der Bühne nicht ansprichst, dann bist wie du das Alien in dem Ganzen. Also, es ist so, wenn jetzt zum Beispiel ein Saal halb gefüllt ist, dann ist es vielleicht komisch zu sagen, oh, wenig Leute da. Aber wenn wirklich eben nur 13 Leute da sind und man das nicht anspricht, dann fühlen sich die Leute irgendwie nicht abgeholt. Yeah. Also wenn eben irgendetwas ganz komisch passiert, dann muss man irgendwie drauf eingehen. Wenn man dann dort irgendwie auf drüber spielt, dann ist es irgendwie... Das ist nicht organisch. So. Und im Leben sollte man das eigentlich auch. Aber es ist ein bisschen schwieriger. Ja, je nach Situation, klar. Also eben auf der Bühne natürlich erwartet es von dir, dass du das Bewusstsein hast, für was da passiert. Und wenn du raufkommst und das wärst im Hallenstadion und da sitzen 13 Leute, dann das verstehe ich schon. Wo hast du denn im echten Leben eine Situation, wo du findest, da müsste man, oder ist das schon mal passiert, dass du etwas hättest du ansprechen müssen, so Elephant in the Room-mässig? Ja, ich glaube, es ist irgendwann, gerade gestern bin ich in der letzten Show von 2 am Morgen gesehen, die hat so ein 24-Stunden-Ding gemacht, und dann haben sie so eine Schale gehabt mit Fragen drin, da hätte man halt keine Fragen ziehen. Und eine ist gesehen, Ehrlichkeit versus Nettheit, oder irgendwie so, ich weiß nicht, wie es formuliert gesehen ist. Aber das ist so ein Grundprinzip, das ich in meinem Leben immer wieder merke, wo ich will nett sein, eigentlich so gut wie möglich zu allen Menschen und will denen ein gutes Gefühl geben. Aber irgendwann gibt es dann nicht nur einen Kompromiss, irgendwann gibt es dann wie Opfer von meiner Seite, dass ich die Nettigkeit geben kann. Ja. Und dort war dann wahrscheinlich Ehrlichkeit gefordert. Und dann habe ich eine Geschichte erzählt, die Charlie und mir passiert ist, wo wir haben uns nicht mehr getroffen. Und wirklich so eine halbe Stunde Zeit gehabt. Hey, wir trinken schnell einen Kaffee, haben uns schon lange nicht gesehen, einfach so kurz updaten, wie geht es dir, alles gut. So. Und wir laufen in das Kaffee rein und es ist nicht gut besucht, es hat irgendwie 4 oder 5 Leute zusammen an einem Tisch, die sehen uns und die erkennen uns beide, weil sie die ganze Zeit Stand-up in Bernhard irgendwie auf Puls 8 geschaut haben. Und sie sagen, das gibt's ja gar nicht, und dann sind sie so zu uns gekommen. Und das war so eine Interaktion von vielleicht 5 Minuten.
wo du so sagst, hey, ja, cool, und ja, weißt, wir haben das geschaut, und auch geil, und so weiter und so fort. Und es hat dann geendet damit, dass einfach wir eine halbe Stunde mit denen geredet haben. Also nicht wirklich geredet, sondern halt einfach mehr so ein bisschen zugelassen und so, ah, und immer so knickt und gelacht und ja. Und wir haben beide nach 5 Minuten nicht mehr wollen. Einfach, weil wir haben eigentlich miteinander wollen schwätzen. Ja, ja, ja. Und irgendwie die Kellnerin, wo vielleicht auch das Kaffee betreibt, das weiß ich nicht mal, hat dann sogar denen gesagt, hey, ich glaube, die wären leise. Und sie so, nein, das würde sie doch schon sagen und so. Und wir so, hey, kein Problem. Und dann ist irgendwann die halbe Stunde rumgesehen und dann sind wir so rausgelaufen und so, hey, also, ja, bis bald. Oh, Mann. Und das ist so für mich so ein Grundprinzip. Und ich glaube, das kann man auf alles anwenden. Das ist jetzt nicht, weil jemand erkannt worden ist, sondern einfach, es gibt so Situationen, wo man vielleicht einfach muss sagen, hey, ich glaube, das will ich jetzt nicht. Mhm. Und dort das wirklich auszusprechen, ist dann eben eigentlich stating the obvious. Es ist obvious für einen selber, wenn so jemand anderes nicht merkt. Es ist immer so die Erwartungshaltung, die Leute müssen ja merken, wenn. Also, wenn sie es nicht merken, dann ist eigentlich der eigene Job zu sagen, ja, hey, leider nicht oder geht jetzt nicht oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, in so Punkten kann man, also ich auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall sehr verbessern. Ja, also das Nettigkeitssyndrom, das People-Pleaser-Ding ist ja auch ein grosses Problem. Also das spielt ja da wie das geht oder? Genau in das rein. Das einfach, und ich glaube, die People sind nicht weniger pleased, um bei diesem Ausdruck zu bleiben, eben wenn man das nett sagt. Und dann eben nett sagt, hey, mega gefreut, aber wir müssen noch irgendetwas besprechen. Also so. Wir haben das so lange nicht mehr gesehen. Wie genau. Es war kein Ding gesehen, aber ja, einfach der Charlie und ich sind beide in dem, ah, okay, ja, ja, cool, ja, ja, klar. Mhm. Und oft immer weiter. Und dann, ja, und dann das. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel für mega viele Sachen. Ja, es gibt ja auch so Nachbarn, die, keine Ahnung, mit dem Hund rumlaufen und dann laufst du an dem vorbei und du weißt, oh Mann, wenn ich jetzt mit dem hängen bleibe, der lässt mich nicht mehr gehen, also der will jetzt alles Mögliche noch besprechen und dann... Oder die Nachbarn, die dann einfach mit der Zeit immer vorbeikommen. Weißt du, das ist so unangekündigt. Ja, ja, okay, das ist, ja. Das ich hatte ja mal an einem Ort, gehabt, weißt du, wo so logischerweise kannst du mal einen schönen Abend haben, du hast mal zusammen zu Nacht essen, etwas trinken und so, aber wenn dann einfach so jeden Tag wird so dreimal gelüten. Weißt du, so, hey, und übrigens noch das. Und, hey. Ja, dann ist so, eben dann muss man eigentlich irgendwann ansprechen. Mhm. Hey, das ist im Fall auch okay, wenn man vielleicht einfach mal schnell ein SMS schreiben. Yeah. Wie sieht es aus nächste Woche? Oder keine Ahnung was. Yeah. Also, es geht ja dort irgendwie um so eigene Boundaries, eben ohne dass man andere verletzt. Hast du so einen Nachbar mit dem Hund? Wo... Nein, also jetzt aktuell nicht, aber wir haben damals, als wir noch jung waren, haben wir so einen gehabt. Das ist auch mega, mega lieb, weißt du, das ist das Schlimme daran. Es sind nicht so die, wo du sagst, dem kann ich jetzt locker mal Abfuhr geben. Es sind so die liebsten Menschen und dann möchten sie sich mitteilen dir und dann erzählen so irgendwelche Dinge und schweifen ab und du stehst so dort und findest, hey, ich müsste eigentlich schiessen, Mann. Oder, verkneifst du mir jetzt? Das ist vielleicht zu obvious als Statement. Aber das ist etwas, was ich nie haben können und auch mega Mühe habe ich immer noch. Ich kann nicht, wenn jemand gutmütig ist, finde ich so, schau, mein Bedürfnis jetzt ein bisschen schneller an einen Ort zu kommen, ist doch nicht grösser als dem seine Herzensoffenheit, die er da mir präsentiert und sich so völlig mir hergibt. Und dann finde ich das wie so, da muss man so wie abwägen, was ist jetzt das grössere Übel und dann ist es meistens halt, dass ich da durchgehe und finde es easy, höre ich jetzt halt zu. Ich merke aber auch bei mir manchmal, wie ich glaube, vor allem wenn ich mit jemandem telefoniere, das kann irgendwie geschäftlich sein und nachher komme ich so in einen Labermodus, also das ist halt wie im Podcast, oder? Und dann irgendwie stelle mal Fragen und dann fange ich so ein bisschen an zu erzählen und dann erzähle ich weiter. Und dort merke ich, glaube auch manchmal nicht so die Grenze. Und ich dann so, okay, also. Und ich so, ja, also, dann machen wir das so und ich melde mich nächste Woche. Weißt du, nochmal alles wiederholen, was schon passiert ist. Und ich denke, die anderen Leute so, ach, jo, es ist immer noch genau das. Ja, wir wissen es. Du meldest dich nächste Woche und bla 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 bla. Und dann so, okay, tschüss. Ja. Und das ist immer der Moment, wirkt so wichtig. Der Moment ist immer so, wenn ich das jetzt nicht sage und so, als würde sich irgendjemand daran erinnern, was du jetzt noch angehängt hast und so. Das ist eigentlich so... Ja, das ist nicht lebensverändernd, das zu sagen. Nein, wirklich. Das ist einfach...
Das war aber geil, weißt du, am Schluss immer so etwas mega Philosophisches sagen. So ganz am Schluss, ne, genau. So das ganze Leben. Ja. Du musst wissen, Wasser und Luft sind im Einklang. Okay, was hast du sonst noch mitgenommen von dieser Zeit? Also wir haben natürlich auch zwei, drei lustige Öben gehabt, auf dieser Tour. Ja. Du hast mal einem Kollegen von mir ein bisschen Weed gegeben, dass er umtischt hat. Wie heisst der schon? Der glaube ich, sage jetzt nicht seinen Namen. Wow, der hat es einfach umgelegt, man. Ist auch lustig gewesen. Er hat es vor allem mega lustig genommen. Er ist einfach so am Boden gelegen und hat es easy genommen. Es ist bei mir daheim gewesen. Mhm. So, und danach hat es ihm einfach ein bisschen drehen und dann ist er schon aufgestanden. Ganz gute Idee. Und ist dann in die Küche gegangen und dort hat es dann aber so etwas über den Küchentisch gelegt. Und der Küchentisch ist kaputt gegangen. Und dann ist es, glaube ich, so eine halbe Stunde dort gelegen. Und dann haben wir einen Heido. Mhm. Und ich habe kürzlich getroffen und er hat gesagt, es ist vor allem noch recht gut gewesen, dass du mich Heido hast, weil ich kann nicht wirklich können laufen. Aber ja. Dort hat er die ganze Zeit gesagt, nein, ist kein Problem. Noch am Boden. So. Ist okay. Ich mache das gerne. Das sind so die Sachen, die neben der Show passieren. Ja, also die Sachen, die will ich nie vergessen, die Anekdoten. Aber sonst für mich persönlich ist natürlich einfach, dass ich können mich durch die ganze Schweiz, dass ich durch die ganze Schweiz kann reisen und mich präsentieren und ich habe auch immer Jokes darüber gemacht, wie wir so wie König der Löwen sind und du mich so herhebst den Leuten und so präsentierst. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wertvolle Sache, zum können so viele Leute mich zeigen, ohne selber jemals irgendwie einen Schritt aufbauen müssen, gemacht zu haben. Ja doch, du hast ja Aufbau gemacht, du hast ja an anderen Ort gespielt und hast dort gut gespielt. Ja, nein, aber du sagst jetzt immer, dass es an der Qualität, also klar, wenn ich voll verkackt hätte, überall hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gefunden, komm, den muss ich jetzt unbedingt dabei haben, aber das ist wirklich beim zweiten Auftritt, den ich jemals gehabt habe, beim Charlie's Comedy Club, haben wir uns kennengelernt und ab dort hast du einfach alle Fäden angefangen, einfach zu ziehen, jede Möglichkeit, die es gegeben hat, bei den Swiss Comedy Awards empfohlen, dort habe ich mitgemacht und klar habe ich immer dort auch müssen performen, dann, wo ich angekommen bin, aber die Türen hast du überall, die ganze, einen Spalt da aufgemacht, einen Spalt da aufgemacht und gesagt, da kannst du durchlaufen und das ist schon sehr, da bin ich wirklich mega dankbar. Das ist ja mega schön, ich glaube einfach, es ist so wie, das habe ich bei dir einfach das Gefühl gehabt. Es ist so, es ist fast beschissen, wenn man dann kann sagen, ah ja, da habe ich überall, eben, ich habe alle Fäden gezogen, weil ich denke einfach so, in dem Fall ist es Glück gesehen, dass ich dich beim zweiten Auftritt schon sehe. Weil sonst hat es jemand anders gemacht. Also weißt du, es ist so inevitable, oder? Heißt es so? Inevitable. Ja. Ich kann es nicht betonen. Ja. Inevitable. Es ist inevitable gewesen. Und ich glaube, das war auch sonst passiert. Und es sind sicher ganz viele Faktoren. Es ist ein Grundtalent, es ist Fleiss und es ist sicher auch mega viel Glück. Auf jeden Fall. Wo irgendwie oft nicht, ich glaube, genug erwähnt wird. Also weißt du, es gibt so die, die sagen, das habe ich alles mir selber erarbeitet und so. Und ich denke, ja, klar, aber das haben auch ganz viele andere. Mhm. Aber Glück ist so ein entscheidender Faktor. Schon nur, in welcher Zeit man nehmen ist und etwas macht. Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich fange an mit, keine Ahnung, Schweizer Rap, dann ist so der Grundtenor wahrscheinlich, bist du, glaube ich, 15 Jahre zu spät. Es kann aber sein, dass es voll reinkickt, weil es wieder der richtige Moment ist dafür. Aber das kannst du nicht planen. Weil sonst würde ja auch in der Musik jeder Song, wo sie sagen, das wird ein Hit, wird dann auch ein Hit. Ja, aber ist es ja nicht. Ja, also auch dort ist Glück. Auch dort sind es Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Und ich glaube bei Comedy und grundsätzlich bei allem im Leben ist es auch so. Also bei dir ist es auch der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich bin von dir, das klingt nicht so blöd, aber ich bin von dir sicher auch so geflasht gewesen, weil so nach unserer Phase, wo eben irgendwie so Charlie dabei ist, Büssi und so Menschen und ich nicht vom Erfolg her, aber halt gleichzeitig angefangen,
zu so wie die zweite Welle mit irgendwie was hast du denn dort gesehen? Frankie, Kiko, Sven, Rebecca, so. Und dann ist so gefühlt lang, wie nicht viel passiert. Also weißt du, es sind dann immer so ein bisschen die gleichen Leute gesehen und dann kommt da mal jemand Neues, wo du denkst, ja, könnte vielleicht irgendwann mal und hat mal zwei, drei gute Witze. Und es passiert so mega lang nichts und dann sehe ich die und es ist so anders gesehen. Also ich meine, du bist jetzt noch, deine Bühnenfigur ist etwas völlig anders. Oder? Wo, das habe ich gemerkt, immer auf der Tour, sind zum Teil Leute gekommen und nachher so, ja, trau dich ein bisschen mehr, geh ein bisschen aus dir raus. Und ich so, die haben es nicht gecheckt. Das ist, er könnte, aber das ist nicht Teil von der Idee. Ja? Und ich glaube, darum hat es mich auch so geflasht. Also es ist so viel Faktor. Und darum sehe ich es immer so ein bisschen als Beschiss. Ich finde es mega nett, dass du das immer sagst, aber ich denke so, hey, zwei Shows später hat jemand anders gesagt, muss ich buchen. Eben, aber wären die zwei Shows auch gekommen? Weißt du, hätte ich die grosse Bühne mit den Swiss Comedy Awards überhaupt bekommen, dann niemand wäre auf die Idee gekommen, mich einzuladen. Der Lorenz hat damals einfach auf dein Wort vertraut und hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin, was ich mache. Und auch schon beim allerersten Auftritt bei der Rampensau, ich bin eine Rampensau schauen, um einfach mal die Situation abchecken und dann bei Casino der zweiten, ja. Genau, ja. Bei der zweiten bin ich dann auftreten. Und wäre ich bei der ersten schon auftreten, wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Bei der zweiten ist Corinna Nobel gehockt im Publikum. Yeah. Und sie hat mich dort gesehen und gefunden, hey, ich mache das Management von Charles Anguilla, würdest du nicht dort mal auftreten? Und ich so, ich nehme jeden Auftritt mit. Mhm. Und dann einfach, so ist das schon. Beim ersten Auftritt hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt, ich muss es unbedingt nochmal machen. Mhm. Aber nur weil Corinna mich angesprochen hat, habe ich gefunden, okay, irgendjemand hat da Interesse daran, also schaue ich mir das an. Aber hätte ich das einen Monat vorher gemacht bei der Rampensau und niemand hätte mich angesprochen, wäre es vielleicht nie irgendwie zu einem zweiten Schritt gekommen überhaupt. Das ist ja auch einfach Glück in dem Fall. Absolut Glück. Das ist das heißt, du hast richtige Ort. Das, wo du den ersten Auftritt gemacht hast, eben offene Bühne, Rampensau, du hast das mal wollen machen und hast gedacht, das war's dann auch. Ja, absolut. Ohne Scheiß. Ich hatte null Idee gehabt, dass es das gibt als Karriereweg, so, dass man das kann machen. Das ist einfach, ohne Scheiß. Du hast einfach mal gefunden, ey, ich will es mal machen. Ja, also wir hatten so Impro-Theater-Jungs von der ZHW. Und die haben uns eingeladen, ich könnte mal schauen und dann haben wir das geschaut und in der Pause irgendwann hat einer gesagt, ja, ich bin da im Casino-Theater gewesen. Und ich so, im Casino-Theater, mega geil. Er so, ja, ist Open Stage, kann jeder gehen. Ich so, was, jeder kann gehen? Okay, dann gehe ich mal schauen. Und dann bin ich das schauen und habe gemerkt, okay, da gibt es einen Moderator, der die Leute recht dran nimmt, wenn jemand halt nicht so performt. Tut er will. Aber lustig, weißt du, tut einen eigentlich so inner bestärken, in dem, dass man es besser macht, wenn man etwas nicht ist. Und er muss ja auch wieder stating the obvious, wenn etwas nicht gut ankommt, kann er nicht kommen und sagen, hey, super Auftritt gewesen von dem. So, er muss es dann ist aber der Meister in dem. Ja. Er kriegt es an. Ich weiß schon, dass ein paar Leute sind manchmal dann wirklich beleidigt. Schon. Das merkst du auch, okay. Ja. Also, aber lustigerweise nicht die, die eben zum allerersten Mal auf die Bühne gehen, sondern die so, wo halt so, keine Ahnung, die spielen schon ein Jahr auf der einen oder anderen offenen Bühne und dann vertragen sie es gar nicht, dass jemand sagt, okay. Hey, das habe ich mega lustig gefunden, aber lasst das in Zukunft weg. Ja. Das ist nichts. Ja. Haben sie gemerkt, die Leute sind fast eingeschlafen. Also, aber es ist halt so. Aber man muss das sagen, eben, wenn das nicht friendly anspricht. Roasting. Aber und ich habe das immer geliebt, mir hat es eben angespannt. Mhm. Weil ich habe so oft dort gebombt. Das ist so aber es war gleich mein Happy Place gesehen. Mhm. Weil es hat keine anderen grossen Auftrittsmöglichkeiten gegeben. Und als ich angefangen habe, bin ich immer wieder, hat er mich eingeladen, gesagt, hey, komm mal vorbei, Rampensau ist sicher lustig. Mhm. Und ich habe ihn mögen und ich weiß auch nicht warum, er hat immer mich schon mögen und dann gehe ich dort an. Und ich habe so oft Scheisse gefressen, weil einfach irgendwie, ja, ich habe eben Zeugs ausprobieren und ich habe keine Ahnung, wie funktioniert und so. Und der Devil hat aber mir später dann mal gesagt, aber es sind trotzdem immer easy Auftritte gesehen, weil ich habe dort auch immer eben stating the obvious, wenn etwas richtig in die Hosen ist, habe ich es angesprochen. Und das darfst du aber dann natürlich nicht mehr machen, wenn jetzt eh alles funktioniert, dann immer sagen, ah, das ist nicht so gut gesehen, sondern wenn es wirklich eben spürbar ist, dann muss man es ansprechen. Und er hat gefunden, durch das ist das immer so irgendwie so halbwegs charmant durchgegangen. Mhm. Und einmal weiss ich noch, habe ich irgendetwas gesagt, da haben sie mega gelacht. Und das ist halt so hinten um den Ecken, oder? Und ich so, oh, das ist gut gesehen. Dominik, schreib den auf. Und danach hörst du auf zu aus dem Off, wenn er sagt,
hast du ganz ein kleines Zettelchen. So gut. Und es hat sich auf gross an, das habe ich immer geliebt. Mega. Ja, aber. Und auch seine Vorstellung von mir ist natürlich auch, hat mega cool für an diesem Abend. Das war mein allererster Auftritt überhaupt als Comedian. Und dort, es hat mich auch verwundert, dass also, okay, du machst das erste Mal, warte schnell. Nachher ist er auf die Bühne nochmal und hat mich dort angekündigt und gesagt, Jen, komm mal. Und dann bin ich zu ihm auf die Bühne und dann hat er neben mir den Leuten gesagt, eben, der macht das neu und plant, hat mir so zwei, drei Fragen gestellt. Und ich habe gar keine darauf antworten, halt ein bisschen witzig. Mhm. So, wieso machst du das? Und ich so, wegen dem Geld. Und dann hast du das Gefühl, es gibt Geld da und so, kannst du ein Bier haben und so. Und ich so, ja, da hat es Pfand drauf und so, weißt du. Dann haben wir hin und her und dann hat er gemerkt, okay, der, weißt du, wird lustig, okay, viel Spass. Und dann haben die Leute wie so ein bisschen Welpenschutz mitgegeben zu dem ersten Auftritt. Mhm. Das ist alles, hat alles ineinander rein, glaube so gegriffen, dass es dann auch wirklich gut ankommt. Weil sonst ist das Material nicht mega. Ich bin einfach arbeitslos gewesen nach dem Studium, nicht gewusst, was machen. Und dann einfach über die arbeitslose Zeit erzählt. So geil. Ich habe nicht gewusst, dass du das einfach mal so. Ich habe gedacht, für mich hat es immer so gewirkt, weil du so eine. So ein durchdachter Mensch bist, habe ich so das Gefühl gehabt, das ist, so, das ist alles Teil vom Plan. Weil früher hast du, das haben wir das letzte Mal besprochen, die A Cappella Rap-Battles gemacht und so und dort so eine Persona kreiert und danach sehe ich die eben auch, den zweiten Auftritt, das ist für mich so wie klar gewesen, ja, der fährt jetzt auch eben offene Bühne spielen und das geht irgendjemand an. Ne? Und jetzt macht das für mich natürlich auch noch viel mehr Sinn, dass du dich so abartig gefreut hast, dass es eben irgendwie wieder einen Auftritt gibt und irgendwie, wo es zum ersten Mal Geld gegeben hat. Und, weißt du so? Das ist so surreal gewesen. Und du zum ersten Mal gesagt hast, da habe ich so, Kollege, ich bin einfach da draußen gestanden und 10 Minuten Analsex-Witz gemacht. Und für das bekomme ich jetzt noch Geld. Das ist crazy. Aber eben dann macht das für mich jetzt auch viel mehr Sinn. Das ist ja geil. Weil ich einfach die Szene nicht kennt. Das war nicht so präsent gewesen, zum sagen, ah, es gibt da eine Stand-Up-Szene und so. Man hat die Grossen kennt. Und so nicht einmal SRF und YouTube und Blech. Ich bin da überhaupt nicht drin gewesen, um können sagen, ich weiss, was es da gibt und welche Wege einem offen sind. Ich habe gedacht, dass ich habe wirklich kein Bild gehabt, wie kommt man in das Ding rein. Ja, aber ich glaub wirklich, dass so wie die Schweizer, jetzt wird sie natürlich ein bisschen grösser und jetzt gibt es mehr Abstufungen und mehr so noch nicht gerade Bubbles, aber es fährt sich auch jetzt mehr verteilen. Aber ich glaube schon so, dass so der Kern von der Schweizer Comedy-Szene, das geht so schnell im Sinn von, eben wenn jemand kommt, wie du, dann nachher ist so, sagt die Person, ja, wir müssen mal buchen. Und die Person findet, ja geil, komm mal zu mir. Also man kommt dann irgendwie recht schnell rein. Mhm. Jetzt mittlerweile gibt es halt wirklich so wie so eine komische Abgrenzung von, es gibt so einen riesen Open-Mic-Pulk und der nächste Schritt, dass man dann eben irgendwie, du hast jetzt eine Premiere im fucking Casino-Theater, wo du die erste Auftritt gehabt hast, dass es zu dem Schritt kommt, das ist irgendwie noch schwierig. Und ich glaube eben mit so Sachen wie zum Beispiel Support, ich sage nicht, dass es wegen dem ist, aber ich sage, so etwas hilft. So einen fixen Support-Spot, wo man dann effektiv in so Häuser geht, spielen, wo Solo-Programme veranstalten und dann sagen, ah, finde ich auch geil. Mhm. Weil der größte Schritt ist eigentlich, dass sie die mal sehen. Ja, genau. Und du kannst 100 Mails schreiben, du kannst Videos schicken und so. Und es ist nicht das Gleiche, wie wenn einfach die Chefin oder Chef dort steht und einfach 5 Minuten mal jemanden sieht, performen und sagt, das ist noch gut. Ja. Nein, das ist faktisch ja so, wirklich, du holst einen rauf und tust ihn auf deinem Level dem genau der gleichen Plattform bieten, wie du selber auch schon als Professionelle nutzt. Also ein weiterer Schritt, also ein weiterer Sprung kann man eigentlich gar nicht machen. Das ist aus der Open-Mic-Szene und das ist eben das, was ich auch wieder als absolutes Glück würde beschreiben. Das ist der Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe. Hätte ich das damals gemacht, wo ihr angefangen habt, wäre es mega schwierig gewesen, um da die Türen mal aufmachen und überhaupt den Leuten erklären, hey, es gibt da etwas Neues, das heisst Stand-Up, das gibt es in Amerika erst seit 50 Jahren. Das ist mega neu. Ja, mega neu. Aber es ist neu für viele Kulturveranstalter, es ist neu für viele Zuschauer gewesen. Also zu eurer Zeit, ihr habt so die harte Arbeit gemacht vom Aufbau
Und jetzt kommt langsam eine leichte Sättigung. So, man hat viel Auswahl, man hat die ganzen Newcomer, man hat so die Mittelding, man hat die oberen, man hat die ganz alten Hasen. Also man hat einen recht grösseren Kuchen mittlerweile. Und dort genau in der Mitte, nachdem so die ersten Steine gelegt sind, dazu zu kommen und immer noch an der Spitze von der Stand-Up-Pyramide dürfen mitfahren, das ist ein absolutes Timing-Glück, was dort passiert ist. Siehst, und ich sehe es als Glück, dass ich in dem ersten Ding gesehen bin, weil ich sage, ich hätte sonst gar nicht dort können sein, wo ich jetzt bin. Weil jetzt war einfach die Qualität, die jetzt rum ist, die ist einfach schon viel zu gut. Und ich mache es jetzt schon genug lang, dass ich mit dieser Qualität mitheben kann. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Also es hat immer alles seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, es ist schon ein entscheidender Faktor, wie man es sieht, dass man es eben auch als Glück sieht und das so für sich nimmt. Mhm. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Weil es gibt dann eben Leute, die auch zu der Zeit, wie du angefangen hast, wo ich jetzt nicht erst seit Corona, wo ich glaube vorher schon nicht mehr gesehen habe, wo einfach irgendwie sich andere Vorstellungen gemacht haben, von wie das funktioniert. Mhm. Das einfach, ja, ich mache eben so 2-3 Auftritte und dann schreibe ich Soloprogramm oder lass es schreiben oder was auch immer. Und dann geht es ab. Im ersten vor allem. Das erste Soloprogramm schreiben lassen ist so richtig. Dann geht es ab wie Sau. Yeah. Und ich glaube dort immer, es spuckt einem wieder raus, wenn man es nicht zu 150% will machen. Mhm. Und das heisst, irgendjemand muss ja bei dir gleich den Wunsch schon drin geschlummert haben. Also, dass du eben überhaupt findest, ich mach mal, auch wenn es nur einen ist, ich will mal wissen, wie das ist, dass du überhaupt die entscheidest, bei einer offenen Bühne eine Comedy-Nummer zu präsentieren. Mhm. Hast du in dem Fall früher Stand-Up geschaut? Ja, also ich bin, Comedy-Affinität ist schon sehr lang rum gewesen und auch aus der Familie und aus der Kultur bei uns, das ist so, Comedy ist immer ein ganz grosses Thema vom Stammtisch, wo es nur darum geht, Leute zum Lachen bringen und wer erzählt jetzt die lustigste Anekdote, bis zu eben Fernsehformat, wo das wirklich sehr also sehr angesehene Leute auch immer gewesen sind, vor allem so ein bisschen die Sketch-Comedy-Kabarett Richtung, wo man Polit-Kabarett macht. Zum Beispiel? In der Türkei, also da gibt es so alte Hasen, die wirklich so Sendungen hatten, wo es wirklich nur darum gegangen ist, politische Szenen anspielen oder einfach das, eigentlich die einzige Kritik, die so direkt geäußert worden ist, ist immer so im Kunstbereich gewesen. Ja. Yeah. Und die anderen sind natürlich sehr schnell dann schwierig gewesen, zum können nicht auf Gegenwehr stoßen. Und die haben wie so ein bisschen Narrenfreiheit gehabt. Und das ist mega faszinierend gewesen, zum sehen, was die sich alles rausnehmen können und wie die ein Thema nehmen und so umbauen und in Figuren schlüpfen und so. Und dann ist irgendwann das Stand-Up-Ding und so, schau, ich habe das nie so wahrgenommen als, okay, das ist jetzt Stand-Up-Comedy, sondern einfach, das sind coole Leute, die coole Geschichten erzählen. Yeah, und es ist ja mega faszinierend, dass man einfach dort kann hocken kann und einfach einem zuhört, wenn er Sachen erzählt und man lacht. Und überhaupt Bühne ist einfach etwas gewesen, was mich immer schon angezogen hat. Also in der Kindheit schon. Wir hatten so eine Klassenstunde am Mittwoch. Mhm. Und dort haben wir so Probleme besprochen. Wenn man so einen Morgen lang hat man einfach Zeit gehabt, um Stresssituationen ein bisschen auflockern und sagen, ja, der hat mich dort gehauen und der hat das gemacht. Der Stressball, hat er den gehabt? Den haben wir nicht mehr. So weit sind wir noch nicht gesehen. Wir sind noch ein bisschen oldschooler. Nein, dort haben wir einfach in der Klasse, wo ich war, nicht viel Probleme gehabt und nachher haben wir halt gesungen und irgendwann sind da zwei Jungs gekommen und haben gefunden, hey, kennst du den Otto? Und ich habe den nicht gekannt und ich war 9 dann in der 4. Klasse und dann mit denen anfangen, Otto-CDs hören und dann haben wir gesagt, komm, spielen wir doch das nach. Ohne Scheiß. Und so haben wir angefangen, in der 4. Klasse, immer in der Mittwochsstunde, einfach ein paar Sketches vom Otto nachgespielt, 1:1. Ja. Yeah. Nie eigenes Zeug, dann mal Schulsilvester und am Schulsilvester war die grosse Bühne sozusagen für uns gewesen. Normalerweise erst ab der 6., aber wir sind schon als 4. Klasse mega so drauf, gickerig gewesen, drauf etwas zu machen und dann haben wir dort auch habe ich so Prisco Schneider habe ich gespielt. Kennst du noch den? Ah, ja. Pastewka von der Woche, Wochenshow. Genau. Ja. Hallo, liebe Liebende, ich bin Prisco Schneider. Und das ist etwas, das hat sehr schlecht gealtert. Ja, Wochenshow. Definitiv. 90% kannst du nicht mehr schauen. Wird gecancelt, ist schlimm. Ja.
Aber das ist halt eben die Freiheit, die sie uns halt dort sich genommen haben. Und dann immer so das und dann das Erste, was so in der Schweiz stattgefunden hat, was sie nicht gewusst haben, ist dann Rob Spence, Rob's Comedy Club. Yes. Dort bin ich, weiss, mit meiner Schwester ganz am Abend so vor dem Fernseher am Hocken und einfach dem am Zuschauen, was der für Gags und Ding macht. Und immer schon hat mich das mega fasziniert. Und natürlich der innere Drang vom Dazugehören und wollen beliebt sein und so und nicht mehr gemobbt werden und so. Aber das ist ja schon abartig, oder? Wenn du dann überlegst, wie irgendwie du siehst den Rob Spence, in dem Fall noch in der, auch irgendwie 90s, Anti-90s, irgendwie so, dass du irgendwann überhaupt nicht nur den kennenlernst, sondern mit dem zusammen spielst. Und irgendwann sogar weißt, dass er ein super asozialer Typ ist. Also Nein, aber das, also das ist zum Beispiel auch für mich gesehen. Rob ist auch so ein Peak-Moment gesehen. Ja. Aber ich muss schnell zurück. Hast du gewusst, dass Otto auch mein erster Kontakt gesehen ist? Nein. Ohne Scheiß. Das ist die erste Comedy. Ja. Also ich weiß noch, das erste Mal, wo ich so richtig gelacht habe, ist, wo ich mit meinem, also so bewusst, auf meine bewusste Erinnerung daran, ist, wo ich mit meinem Vater an Ostern, ich glaube sogar Karfreitag ist es gesehen, hat es geheißen, am Fernsehen kommt Prinz von Zamunda. Mhm. Und mein Vater so, das ist ein geiler Film, den schauen wir mal. Mhm. Oder? Und mir hat es so verblasen. Und ich glaube, mein Vater hat es selber nicht mal gecheckt. Also wirklich, der hat mich immer so wieder angeschaut. So, Alter, ich habe nicht gewusst, dass das so lustig kannst finden. Irgendetwas, wahrscheinlich. Und irgendwie, ich weiß nicht, was der allererste Kontakt ist, aber mein Vater hat mir sicher mal irgendwie Otto Platte gezeigt oder so. Es hat Otto Film gegeben, die haben mir immer gefallen. Mhm. Und die Leute immer so, nein, live ist besser. Mhm. Aber ich habe live, hast du ja dort noch nicht können sehen. Und ich habe so eine CD gehabt, die hat irgendwie geheißen Otto Live, weißt du, 94 oder irgendwie so. Und die ganz alten habe ich dann auch gehabt. Und wirklich, als ich auch so vielleicht 7, 8 war, so, alle haben immer gesagt, ich könnte so gut Hochdeutsch, weil ich habe nur Hochdeutsch geschwätzt. Ich habe die ganze Zeit Otto-Zeugs gelabert. Und es ist zum Teil, glaube ich, richtig anstrengend gesehen für Leute drumherum. Also weißt du, es ist dann halt so, du weißt ja noch nie, wenn die richtige Situation ist. Und irgendwie, ich weiß, wir sind einmal irgendwie in die Ferien und irgendwie alle sind so ein bisschen im Stress, weil irgendwie man muss noch rechtzeitig den Zug verwischen. Und mein Vater und seine damalige Freundin, die hat noch ein Kind gehabt und ich dann immer so, sag mal, wo ist eigentlich mein Kack? Und also, was? Mein Kack? Ja. Also, jetzt hör mal auf mit dem Satz, so, wir sind wirklich am Sachen suchen. Ja. Weißt du, die ganze Zeit so. Und im Tram habe ich konstant Otto-Nummern gespielt. Im Tram? Im Tram, wenn ich in die Schule gefahren bin und irgendwie jemand eingestiegen ist, den ich kennt habe, habe ich oft angefangen. Irgendwie letzte Woche habe ich eine, habe ich eine gesehen, die hatte 90, 60, 90. Das andere Bein das auch. Andere Bein. Ja. Und das war erst das Gesicht. Weißt du? Alles Zicks, oder? Wow. Und irgendwie, ich habe ein neues Parfüm, Gianni Verarsche. Und die Frisur, sag mal, wie ist das geil? Arabisch, irgendwie was, arabische Frisur. Ach, sag mal, ach, sag mal, war da Haar dran. Ja, wow. Alles Zicks, und wirklich so fremde Leute, die da gesagt sind so, was geht mit deinem Kind, oder? Und das ist auch mein erster Kontakt gewesen. Und krass. Mr. Bean auch irgendjemand dort. Mhm. Weil ich habe dann in der Schule die Performances, die ich gemacht habe, ist Mr. Bean gesehen. Okay, also Pantomime eigentlich? Ja. Ja. Also ich hatte so ein bisschen halt das Zeug erklären. Mhm. Und zwar, es ist irgendetwas gesehen mit dem Schuh, wo er irgendwie auf dem Dach vom Auto vergisst. Und dann muss er immer so rumhumpeln, oder? Okay. Und das habe ich gespielt und es hat gekillt. Es hat absolut gekillt. Ich habe natürlich niemandem gesagt, dass es Mr. Bean ist. Mhm. Und es hat niemand gewusst, wie es ist Rudolf Steiner Schule. Mhm. Die haben nicht mal Fernsehen. So, oder? Und dann hat es im Englisch gesehen. Wenn du Steiner Schule hast, irgendwie erstes oder zweites Jahr hast du schon Englisch. Mhm. Und dann hat es geheißen, ja, mach wieder mal etwas, wenn du willst, oder? Und dann habe ich natürlich irgendwie einen anderen Mr. Bean-Sketch mir ausgesucht. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, nur zwei Sätze von dem erzählen. So die Prämisse, es ist irgendwie so ein Staatsmeeting und irgendwie, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, hey, das ist Mr. Bean, das ist ein Scheiß. Oh, Scheiße. So, und dann ist das wieder weg. Und dann habe ich gefunden, ich muss irgendwie ein eigenes Material kreieren. Und dann habe ich immer gebombt, egal was, ich habe irgendwie so zu Fastnacht, jetzt kann ich will jemand etwas performen. Aber wie alt warst du, wo du das erste Mal selber etwas hast? Ja, also improvisiert, 7, 8, irgendwie so. Wow. Aber es ist einfach nichts gesehen. Und dann, ich weiß nicht, wenn der Rob genau, aber zum zu dem zurückzukommen, ich habe dann
beim Rob, Robs Comedy Club in Baden, hat es geheißen, es war eben nicht Baden lacht, sondern hat mal einen Mixed-Show gemacht in Baden, auch sonst. Mhm. Und dort hat er mich mal gebucht. Und Olli hat sich das SMS kürzlich wieder angeschaut. Okay. Und er mir nachher geschrieben hat. Weil er hat mich, glaube ich, einmal schon gesehen und hat mich dann dort wieder gesehen. Yeah. Und hat irgendwie es mega nett hat er geschrieben, ich sehe, wie du mega Progress machst. Und und es ist ein super Set gesehen und ich freue mich, irgendwann dich wieder zu buchen. Und du bist einfach so, eben, fuck, das yeah. ist so. 3 Plus ist das, glaube ich, noch gesehen. Also TV3. TV3 hat es geheißen. Robs Comedy Club, wo er sein Zeugs gemacht hat. Das heißt, die Connection ist crazy. Okay, und dann? Das ist crazy. Ja, dann irgendwann ein bisschen so 12, 13 ist Schulsilvester natürlich, hast du nicht mehr so nur so Otto oder sonst irgendwas machen. In der 6. Klasse haben wir noch so Britney Spears, Crazy und so Tanznummern gemacht mit den Mädels im Vorne und wir Jungs hinten und dann so Tanz. Dann habe ich zum ersten Mal den Moonwalk gelernt. Kannst du noch? Ja. Wirklich? Ja, schon ein bisschen. Also der Boden muss gut sein, meine Schuhe müssen perfekt sein und alles. Nein, also, dann ist die, wo alles, aber der Boden ist nicht. Nein, mega lange nicht mehr gemacht, aber an einer Hochzeit in Deutschland, bei der Verwandten, ich habe Mutterseite, sind alles in Deutschland, Hannover. Mhm. Und dort hat es eine Turnhalle gehabt mit einfach so einer, so einer Spiegelwand. Und dort mir so, oh mein Gott, Spiegel, endlich ein langer Spiegel und so. Und dann haben wir den ganzen Abend einfach geübt und haben uns das selber irgendwie beigebracht. Und mein einer Cousin, irgendwann macht er dann und sagt so, warte, mach das nochmal. Und dann ab dort sind wir nur noch mit dem Moonwalk von A nach B. Egal, wo wir hergegangen sind, so, Mami, brauchst du etwas? Immer. Das gelernt, zurückgekommen und dann sofort in dem Crazy, gibt es ja so einen Moment, wo sie sagt, stop. Yeah. Und nachher, hat es auch im Clip ein paar Breakdancer für links übergelaufen und nachher so angefangen, so wuuuh, und alle so, oh mein Gott, und so diese Durentreppen. Der Rest vom Tanz war scheiße gewesen, aber der Moment war so mega krass gewesen. Im Nachhinein sind sie zu mir, hey, kannst du mir das beibringen? Und ich so, nein, mach ich nicht. Und so. Dort habe ich wirklich... Ich bin Zauberer auf den Autotrick, nicht? Nein, eben genau, das mache ich nicht. Und auch auf Aufforderung bin ich dann wieder mega schüch. Yeah. Auf der Bühne gehe ich voll ab, nachher neben der Bühne bin ich wieder voll, weißt du, der Schüche. Mm-hmm. Und dann, das war so das Größte gewesen. Und dann in der ersten Säge haben wir dann angefangen, größere andere Sachen machen. Dann ist so Rap ins Leben gekommen und Hip-Hop und dann ist das Coolste gewesen. Yeah. Und dann angefangen, so Playback-mäßig auftreten zu Method Man und Redman. Also so halb Playback. So das Lied läuft und wir rappen es nach. Yeah. Und ich null Englisch, erst das erste Jahr, wo wir Englisch gelernt haben, war bei uns in der 7. gewesen. Und dann hatte ich einfach so einen Boomblaser gehabt, so ein fettes Ding mit Mikrofon. Und dort habe ich dann so auch Beatboxen so zum ersten Mal geübt. Und dann habe ich das Lied einfach laufen lassen, Pause gedrückt und einfach geschrieben, was ich gehört habe. Also rein phonetische Transkription von dem, was ich gehört habe. Und ich glaube, den Text heute immer noch. Ohne Scheiß. Aber auf die phonetische Art, so 0-0 vom Ding. Und auch Backstreet Boys und alles Zeug haben wir einfach so nachgesungen phonetisch. Und das habe ich dann Jahre später, habe ich dann wieder mal das nachdenkst. Und dann habe ich wie Wörter ergeben plötzlich. Habe ich so gecheckt, das heisst das. Aber gerade bei den Sachen, die ich seit klein kenne, verstand ich zum Teil heute noch nicht, was sie singen oder rappen. Einfach weil mein Hirn so fest einbrennt in dem, das phonetische Ding. Dass ich gar nicht, ich verstand gar nicht, auch wenn ich es wirklich bewusst los, ich muss den Text lesen, dann verstand ich es. Wenn ich es nur bewusst los, ich würde nie drauf gehen. Ja, weil dein Kopf immer noch die zusammen Dings, Ich das kleines Ding mal gehabt, also ich habe schon viel DJ Bobo-Scheiß gehabt, aber das eine ist gesehen, dass eben so, als eben so kleiner Bub, dass du das eben nicht wirklich verstehst und dann so phonetisch nachrappst. Und dann habe ich eine Passage gesehen, und ich weiß bis heute noch nicht, was er dort effektiv sagt. Und sie sagt, born is Sam to paradise. Ich keine Ahnung, was heißt. Es ist einfach irgendwie Emotion, inerilize. Evanation, stop the nation, the lift, lift over the nation. Ich weiß nicht, was so wirklich. Gut. Es hat so, sicher auch nicht viel mehr Sinn, wenn er es sonst macht. Aber es ist einfach, dass er fix so fest einbrennt. Und dann hast du gesehen, Kiki, Flippy, Sippy, Whippy, this, the dance, the dance, the Whippy. Keine Ahnung, oder? Ja, voll. Und ich glaube, drum sind auch, vor allem zu der Zeit, sind dann auch so Songs wirklich erfolgreich gesehen, wie also Am Blue, Dabba-Di-Dabba-Di. Ja. Weil es einfach so, scheißegal, oder? Und Alalalalalong, das hast du früher gesehen. Ja. Und Luna also, und so. Genau, Asere, He, Ha, He.
Lass Ketchup. Der habe ich, die haben den war. So, es ist dann oft wie egal, oder? Und darum, bei Will Smith Sachen auch, damals. Ja, voll. Zu Miami und genau, zu Kyle. Genau. Was, was ist der Anfang? Irgendwie, weißt du, so, water so clear, you can see through, bam. Du machst einfach so, bam. Ja, wirklich. Ja, das ist so die Phase, aber das ist einfach so, du stehst auf der Bühne und nur schon wegen dem bekommst du ein bisschen Respekt von den Leuten. Ja. Yeah. Und das ist der einzige Respekt, den du bekommst von den Leuten, weil in der Schule bist scheiße, Unterricht, ich bin eh voll der Lausbub so, und auf dem Pauseplatz sind die harten Jungs so, die sagen, was durchgeht. Mhm. Und wir sind so die schwierig mit dem Ping-Pong-Tisch einfach rumstehen und so Ding. Und dann ist die Bühne... Ohne beim Ping-Pong-Tisch. Ja, ja, wir sind auch so... Der Ping-Pong-Tisch ist so unser Ort gewesen. Und ohne Scheiß, zum Teil sind die Jungs übergekommen, wo, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Situation war, aber einfach so, wir sind so zu fünft in der Gruppe und da kommt einer auf unsere Gruppe zu und flucht einer von uns an und dann kassiert er einen Flatter und der läuft weiter und wir so, okay, jedenfalls. Weißt du, das ist einfach so ein, das ist einfach so, wir haben es einfach akzeptiert, dass ja. Wir halt die sind. Es ist komisch, weil ich sehe so viele Parallelen. Ich habe mal mein bester Freund in der OS hat das geheißen, Orientierungsschule zu Basel. Mein bester Freund dort, der hat Raffi geheißen. Und zum Beispiel er und ich, wir haben auch im Deutsch und im Englisch und so, hat huren oft hat so Gruppenarbeiten gegeben, wo man dann irgendwie noch hat müssen, theatralisch etwas vorzeigen, irgendeinen Konflikt lösen. Also, weißt du, einfach so Zeugs. Was ist das, so das 10. Schuljahr? Ist das so dort? Warte, jetzt muss ich rechnen. Also Orientierung nein. Für Berufswahl? Oder? Nein, Orientierung für Kunst irgendwie ins Gymnasium oder in... Ah, okay. Also 6. Dort. Genau, ja, so. Okay. Ja, ja, genau. Ich habe 5 Jahre Steiner gemacht und dann noch 2 Jahre OS. Okay. Ja. Mhm. Und eigentlich dort ist glaube ich 4 Jahre Primar im Normalfall, 3 Jahre OS. Ja. Dann wirst du eingeteilt irgendwie, keine Ahnung, wie das alles geheißen hat, G-Zug, E-Zug, erweitertes Niveau, bla bla bla. Einfach so 11, 12 so vom genau. Okay. Und wir haben dann dort auch immer, wir sind so voll so auf Comedy-Sketches gesehen. Also alles dort haben wir einfach wollen lustig machen, so blöd und lustig wie möglich. Und dass dann irgendwie die Lehrerin vom einen Ding hat dann so gesagt, euch sparen wir uns zum Schluss auf. Weil sie gewusst, das hat null Mehrwert im Sinn von, dass man etwas lehrt oder irgendwie. Mhm. Aber es hat sicher einen Unterhaltungswert. So. Darum machen wir das am Schluss. Okay. Und für mich ist es immer so gesehen, ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist viel lustiger als ich. Mhm. Also weißt, ich weiß nicht mal, was er heute macht, aber ich habe immer so gedacht, fuck, eigentlich... Es ist so absurd, dass ich jetzt das mache, weil so, du hast immer jemanden, wo du so findest, das ist die wirklich lustige Person. Ich bin so ein bisschen mit auf dem Zug, auf dem Bus, auf dem Funny Bus. Aber eigentlich, erst fange ich arbeiten, so, oder? Und er hat zum Beispiel Schmirinski mega geil gefunden. Das ist sein Ding. Er hat Rindlisbacher, damals, sie Sketch-Duo sozusagen. Okay. Also Schmirinski ist ja so. Ja, das ist in was würdest du sagen, Christoph? So in den 90s ist Schmirinski schon das Größte gesehen, oder? Ich habe, glaube ich, die erste Story mit ihnen gemacht in der SI. Ja. Das war Anfang 90er, 89, 90, 91, irgendwie so dann. Ja, ja eben, das heisst, das ist so wie für uns Otto ist auch dann so mit Schmirinski groß geworden und hat von dort mega Einflüsse gehabt. Und es gibt auch, ich sehe so ein paar Sachen, die ich bis heute absolut verrege. Und es ist zum Teil so absoluter Bullshit. Ich weiß nicht, ob man. Nein, wir werden nicht pult. Kannst du mal. Fuck. Kannst du mal suchen nach Schmirinski Lawine, glaub. Das ist ganz kurz. Das musst du mal schauen. Ich finde es richtig geil. Kennst du das, Christoph? Was? Da, genau da. Gib mal schön Sound drauf. 1,5 Minuten, das kriegen wir durch. Achte. Das ist eh von einem Privaten aufgeladen. Das geht schon. Hey, stopp, hey! Was ist los? Wollt ihr euch Schwandachen gehen, Varianten fahren, hä? Ja, sorry, ich weiss. Ich sollte nicht, ich weiss. Godia Kari, bitte antworten.
Verstanden, antworten. Verstanden? Lass ich einen antworten. Verstanden, dann weisst du, was du tun hast, antworten. Verstanden, ich melde mich wieder. Ah, gut. So, ja. Anlegen. Was? Wunderbar, da auch rein. Jawohl. So, von mir die Sachen. Ja, nein. Oben. Ja, da oben. Voilà. Ja, so geil, hey. Komm, drei. Super geil, hey. Ciao. Godiakari, bitte antworten. Verstanden, antworten. Verstanden, die Schwandlawine ist gesprengt. Soll mal einer sagen, Zürcher können wir für nichts brauchen. Das ist so absolut Schweizer Humor. Aber mir geht es jetzt mal am Schluss gebracht. Das sind schon nur der Zürcher. Das ist auch so einbrennend gesehen bei mir. Das ist einfach so, ja, nein, da oben, so geil. Das läuft immer wieder, egal wo. Und einfach so, ja, nein, so geil. Und wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ah, das ist so da gesehen. Und wir haben eben auch so die ganze Zeit die Sketches gemacht und so Zeugs. Und ich finde es immer so spannend, wenn du dann eben auf einmal, man macht das ja nicht oft, aber wenn du wirklich so probierst zurückzuschauen, meine Mutter hat zum Beispiel mal, irgendjemand hat mal gefragt, so, ja, wenn ist klar gewesen, dass der Komiker wird, so, und sie hat gefunden, von Anfang an, natürlich hat sie das nicht dann geglaubt, wo ich drei gewesen bin, hat sie gedacht, ah, oh, der wird Komiker. Mhm. So, aber retrospektiv siehst du dann so viele Anzeichen dafür, dass es mal zu dem kommt. Und das ist so spannend. Ja. Also du kannst dir das dann immer eben auf einmal logisch rationalisiert. Ja. Sozusagen. Und genauso hat man das jetzt eben bei meinem Kollegen können sagen, wo es nicht geworden ist. Wo ich aber gefunden habe, das ist der wirklich funny Dude, oder? Und ich glaube, das ist so, wenn du jetzt erzählst, ist es genau das Gleiche. Weil es hat sicher mit dem tiefen Ding zu tun, wo du einfach so. Keine Ahnung, wenn die dann die Performances gemacht haben beim Schulsilvester. Ja. Und eben, du machst so ein Moonwalk-Ding und die Leute gehen crazy wegen dem. Mhm. Ich meine, das Feeling, das ist die absolut härteste Droge, die du dir kannst geben. Absolut. Also, vor allem, wenn du so einer bist, wo das, weißt du, so wie, wenn dir das gefällt hat, immer so, das will beliebt sein, will dazugehören und weißt mal da angeeckt und dort bist du nicht dabei gewesen und da bist du uncool gewesen und dann plötzlich hast du eine Bewunderung, die auf dir, das ist eigentlich auch sehr gefährlich. Also das kann einem auch sehr in eine komische Richtung bringen, wo du dann findest, okay, jetzt muss ich nur noch das ist das Wichtigste, so alles andere, Schule und bla, ist egal, ich muss da etwas machen, wo mich die Leute wieder so bewundern und wieder so bejubeln. Aber ich habe so für mich gemerkt, dass mit dem Zeitpunkt, wo man das anfängt, professioneller machen und regelmäßiger, gibt es denn, also nicht bei allen, hat man auch schon gesehen, aber für mich hat es dann so einen extrem guten Shift gegeben, wo, weil das jetzt eben der Job wird, nimmt mir das der Drang sonst, ich bin so eben Teenager-Zeit, da bin ich glaube unausstehlich gewesen, weil ich so heftig im Mittelpunkt sein wollte und oft immer überall schaut mir an und wenn du dann so wie ein Outlet hast, habe ich so wie gemerkt, es hat mich extrem zentriert, so, also du bist dann viel entspannter im sonstigen Leben, so, und du kriegst dann auch so eine, also für mich ist das so gewesen, ich habe dann so eine gesunde Abstrahierung gekriegt von, ich empfinde es dann eben nicht mehr als Bewunderung oder was weiß ich, sondern es ist dann eher, fuck, es ist ja mein Auftrag, dass die eine tolle Zeit haben. Also bist du dann auf einmal viel härter mit dir selber und bist nicht mehr so, hey, ich bin der geile Sieg, der im Theater zwei Sets hat und hey, schaut mir an. Ja. Also irgendwann dort switcht es so, oder? Ja, auf jeden Fall. Also eben, das sind so die anderen Bühnensachen, eben mit Musik und Rap und Battles und bla bla bla, das ist dann bei mir zum Beispiel so eine Phase gewesen, wo das auch kam, wo ich gemerkt habe, okay, das
dass wenn es wie du kontrollierst und du regelmäßig machst und so, das gibt dir dann wie so ein bisschen eine Bescheidenheit irgendwann, wo du findest, okay, das ist, ich verstehe, was ich mache, ich verstehe, warum es passiert. Auch wenn es so passiert ist wie früher, du bist im Schulzimmer und stehst auf und sagst, irgendeine Ausrede, ich muss schnell Wasser trinken und auf dem Weg gehe ich extra um. Mhm, lauf voll in den Stuhl rein und gehe um und alle lachen. Mhm. Und das sind dann so die Momente, wo du mega so das oh mein Gott, ja, ich kann es wieder, weißt du. Das ist eine ganz andere Art, als wenn du anstehst und sagst, ich habe etwas vorbereitet und ich will das vortragen. Genau. Und das tut dich schon wieder mit. Aber eben, Im Privaten hingegen ist wie die Introversion, die du schon hast, noch verstärkter, finde ich. So, ich muss dann noch weniger mich ständig mitteilen im Privat und mega im Mittelpunkt stehen, sondern bin dann so voll im Ding und auch im Beruf. Mhm. Jetzt, wo ich schon Comedy mache und anfange zu arbeiten, kommt so wie eine Erwartungshaltung, so, oh, jetzt kommt ein Lustiger. Mhm. Und dann bin ich so der ruhigste von allen. Mhm. Und dann ist es wie enttäuschend für die Leute, weil sie finden, ja, der ist ja gar nicht so lustig. Mhm. Und das sind so die, also es tut mir im Privaten wieder sehr viel Ruhe geben, wenn du kannst da konzentriert das machen und dann auf der anderen Seite bist, würdest du lieber einfach so einen ruhigen Mittel. Das ist schon wieder das Beispiel, das ich erzähle bei dem Weihnachtsessen, wo ich auftritt. Mhm. Und ich hocke zuerst dort mit den Leuten und der eine sagt, bis jetzt finde ich es gar nicht lustig. Yeah. So, ich bin ja noch nicht auftreten. Yeah. Aber es ist genau das Feeling, oder? Die Erwartungshaltung. Die kommt aber erst, wenn eben die Leute wissen, dass du das machst. Mhm. Aber darum finde ich es zum Beispiel auch mega geil, mit anderen Comedians zu hängen. Weil dort, das ist dann so wie der Spielplatz. Mhm. Dort kannst du es lassen. Also dort kannst du, ich merke, wie ich will alles dort anchannle. Yeah. So, nicht bewusst. Yeah. Aber es ist ja logisch, wenn irgendwie jetzt der Charlie noch da hockt und irgendwie, also wenn wir da zum Beispiel in der Schreibferie gesehen sind, Charlie und Frankie und was weiß ich so, und wenn auf irgendwie alle rumhocken, dann gibt man sich so viel Bullshit, man weiß genau, wie viel es verdreht und man kann dann völlig in Bits gehen, wo nicht mehr aufhören. Mhm. Und das machst du aber sonst mit nicht mehr vielen Leuten sonst, also gross. Ja, ja. Mega guter Satz, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das irgendwie, auch dort tut es sich dann so konzentrieren. Ja, das ist auch unter Comedians, vor allem wenn ich dabei bin mit euch, die länger dabei sind, schon viel mehr erfahren haben. Es ist für mich immer noch geil, bei euch, wenn ich dich zum Lachen bringe, wenn ich den Charlie zum Lachen bringe, dann gibt mir das noch etwas, weil ich denke, also der Respekt sozusagen von den Kollegen zu haben, ist nochmal ein anderer. Darum, auch in der Comedy, die ich mache, bin ich nicht immer so auf Zuschauer so hart fokussiert, sondern ich möchte auch, dass die das machen, das gut finden. Ja. Und weil jemand, der das nicht macht, kannst du anders zum Lachen bringen, auch mit etwas, wo ein Comedian jetzt sagt, ja, das ist jetzt sehr simpel strukturiert gewesen oder so. Ja, ja, ja. Und ich möchte, dass auch die denken so, okay, das hat er jetzt, das ist so cool aufgebaut und da hat er das wieder hergeholt und so. Und dann, wenn wir untereinander sind, ist auch die Hemmschwelle nicht da, weil ich weiß ganz genau, ihr seid alle auch frei denkende Dinge und es gibt keine Verurteilung auf keiner Ebene, sondern alles ist erlaubt. Und bei privaten Leuten kannst du auch mal etwas Falsches sagen und es ist so ein bisschen, ja, ich möchte nicht der Clown sein jetzt für euch, das ist mein Beruf und irgendwo durch willst du ernst genommen werden in dem, was du machst, dann kannst du es auch nicht, ich meine, wenn ein Jongleur ständig wird jonglieren neben dir, würdest du auch sagen, so, ja, es verliert ein bisschen an Wert und darum muss man es konzentriert machen und da dann wieder nicht mehr. Ich weiss noch, was ist das gesehen? Comedy Talent, wie es auch immer heisst, in der Kanzlei. Mhm. Und nachher sind der Lander, du und ich, sind noch sicher eine halbe Stunde, drei Viertel, sind wir oft irgendwie draußen am Ecke gestanden. Ah, ja. Dort auf dem Weg zum Auto, oder? Ja, auf dem Weg zum Auto. Da sind wir oft stehen geblieben und haben so viel Scheiß gelabert und Tränen gelacht. Okay. Und dann gehst du wirklich so heim. So, das ist dann. Auftritt ist okay gesehen, weißt du, das ist so der richtig geile Moment gesehen. Ja, voll. Und dann bin ich glaube ich heimgefahren, so im Kopf so, ah, shit, dort habe ich das und das gesagt und die anderen zwei haben es mega lustig gefunden. Weil selber sind so deine Peers und wenn die zum Lachen bringen. Ich meine, so viel von meinem Material ist entstanden, weil ich einfach wollte den Charlie zum Lachen bringen. Ja. Und es ist nicht schwer, per Definition den Charlie zum Lachen zu bringen. Mhm. Der Charlie lacht oft und gern. Aber es gibt ja wie so eine klare Abstufung. Ja, ja, ja.
er lacht einfach oder er verreckt von Lachen. So. Und ich will immer das erreichen. Das gibt mir so ein fucking Glücksgefühl. Ja, voll. Und dann telefoniere ich manchmal mit ihm und dann probiere ich einfach, eben, automatisch. Dann kommt eben so der Performance-Druck. Aha. Und dann hat ein Sturz. Und das sind so zum Teil Bits, die ich nachher auf der Bühne mache. Einfach, weil ich ihn zum Lachen bringen wollte. Ja, wir haben das auch schon oft gesagt, in der Fahrt, also auf der Fahrt an Auftritt lachen wir uns kaputt amix wegen irgendwelchen Sachen. Und dann kommt der Auftritt und dann ist okay. Und dann auf der Rückfahrt lachen wir uns wieder da. Und dann denken wir, Bro, das ist viel geiler gewesen als dann am Schluss der Auftritt. Aber das ist halt, wenn du frei sein kannst und kannst Sachen sagen, die einfach nur zum lustig sein gesagt worden sind und keine tausend Hintergedanken auf der Bühne. Hast du ja die ganze Zeit überlegst immer, okay, nein, das ist zu offensiv dadurch, das kann ich da auch nicht, über das macht man keine. Also weißt du, all die Einschränkungen und du würdest es allen irgendwie recht machen. Und im Auto bist einfach du selber und sagst einfach, hey, das finde ich einfach gerade lustig. Ja, und ich glaube, das ist auch die ewige Suche, wo man hat, von so wie im Auto bist, so solltest du eigentlich auf der Bühne sein. Ja, theoretisch. Theoretisch? Ja. Und es gibt ab und zu einen Zustand von absoluter Freiheit. Aber ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, mit mehr Professionalität, die man irgendwie in diesem Beruf kriegt, mit dem verschwindet dann aber auch jetzt die Freiheit. Jetzt bin ich an dem Punkt für mich, ich muss es ein bisschen zurückholen, ich muss ein bisschen zurückkämpfen. Mhm. Ich habe ein gutes Programm, das sensationell funktioniert, aber ich habe in dem nicht mehr so Eckpunkt, wo mega die Freiheit ist. Mhm. Hingegen, wenn ich jetzt einen Open-Mic-Auftritt mache, dann habe ich sie zu 100%. Dann mache ich mir einfach schreibe mir zwei, drei Sachen auf und irgendwann schaue ich auf die Uhr und sage, oh shit, Viertelstunde. Und ich habe keinen vorbereiteten Witz gehabt, sondern ich habe irgendetwas gelabert. Yeah. Also weißt du, es ist dann so, irgendwann gibt es wahrscheinlich so einen goldigen Schnittpunkt. Mhm. Also den erreichst du wahrscheinlich auch nie. Ich weiß nicht, Also ich glaube, wenn du den Mut hast, zum Anfang einfach das durchzuziehen, wie du es machst und dir überhaupt das canceln und so bla, gar nicht irgendwie, dass dich das nicht einschränkt. Das existiert ja per se auch nicht. Ja, aber dann kannst du ja schon irgendwo an einen Punkt kommen, wo du so viel das gemacht hast, wie du bist, dass dann eine Gruppe von Leuten dir folgt und dir an deinen Auftritt kommen und genau findet, das ist jetzt eben geil und dann hast du die Narrenfreiheit. Weil in dieser Gruppe gibt es ja niemanden, der das einschränkt oder so, weil sie dich in dieser Freiheit kennengelernt haben. Aber schwierig ist halt, zum überhaupt nochmal einen Auftritt bekommen, wenn du mal so einen freien Auftritt hast, der so halt kritisiert wird oder so. Eben, aber das ist ja, also in der Schweiz sind wir ja da einerseits gesagt nicht, weil ich glaube, so das Cancel-Zeugs gibt es nicht. Aber es gibt auch nicht die edgy genau, Comedians. Genau, aber der Fluch daran ist natürlich auch, dass das Schweiz, Deutschschweiz, irgendwie 5,2 Millionen, 4,9 Millionen, irgendetwas so. Ist. Mhm. Und das sind, glaube ich, alle. So, und jetzt nimmst du mal Kinder weg und danach nimmst du mal irgendwie ganz alte Menschen weg und all das Zeugs. Das heisst, dann bist du bei, was weiß ich, keine Ahnung, 3 Millionen, 3,5, 4 Millionen, irgend sowas. Mhm. Das ist irgendwie ein Drittel von New York oder so. Ja, das sind Einwohner von der Deutschschweiz, genau. Das können noch nicht alle Deutsch. Genau, das kommt noch dazu. Und dann hat mir die ja noch irgendjemand, die können schauen. Und also es schränkt sich so schnell ein, dass wenn du nicht der universelle Spruch wie Englisch schwätzt, dass denen das schon sehr wenig wird. Aber ich merke es auch hier, ich glaube, es gibt sicher, ich habe jetzt hier noch nie groß auf Englisch gespielt, aber es gibt so viele englische so Mics mittlerweile. So Shows, Mensch. Ja. Okay. Und in denen eben Leute, die wo eben nochmal ein anderes Comedy-Verständnis, das klingt immer so blöd, das heisst, andere haben es nicht, aber ich glaube, mehr eine andere Comedy-Erfahrung haben. Sie sind sich anders schon gewöhnt. Genau, eine angelsächsische Comedy-Erfahrung, vielleicht auch schon länger grundsätzlich Stand-Up kennen, andere Comedians kennen, wo eben die Edginess haben. Ja, ja, ja. Und dort geht dann auch mehr. Aber ich glaube, gecancelt per se bist du eh nicht. So, also, ich glaube, mittlerweile nicht mal mit dran, dass man in den USA gecancelt wird, wenn man Will Smith anschaut. Ja. Ja, also. Nein, also. Das ist eine cancelable Offense nach den Definitionen von früher. Und
Das passiert jetzt einfach. Ja, nicht. Aber das ist eine Reaktion auf eine andere cancelable offense, darum. Das gleicht sich aus. Ja, es ist wirklich so, er spaltet einfach die Leute. Und, ja. Aber ich finde allgemein, man geht eh viel zu fest drauf ein, was jetzt da passiert. Also, yeah, das ist Migros mit dem Mohrenköpfen war auch so. Ja. Die haben das einfach rausgenommen, weil Druck entstanden ist auf Social Media, weil ein paar Leute angefangen haben, ein bisschen da Kritik äußern. Und dann sofort Ding, aber das ist ja ein Bruchteil von dem Hast du den Dude denn gesehen, wo Blackface gemacht hat und weiterhin verkauft hat? Nein. Zum kleinen Stand in der Ostschweiz. Oh mein Gott. Aber das wird schon nicht. Also, das ist so, nein, das ist dann so der einzelne Freiheit. Familie Dubler hat einiges müssen durchmachen in der Zeit. Sorry. Zuerst wirst du einfach so rausgeschmissen aus einem Tag, von einem Tag auf den anderen. Ja gut, aber dort muss ich sagen, rausgeschmissen worden, weil er ja eben nicht den Namen hat ändern. Ja, aber das ist sein, also weißt, das ist sein Produkt, das schon immer so heißt. Also, da kann man mal eine Diskussion aufmachen, lassen uns mal eine Sitzung machen, machen wir ein Brainstorming oder so, und machen wir mal Alternativen. Du kannst doch nicht einfach sagen, am Montag musst du einen anderen Namen haben, gell? Ist das so gelaufen? Ich weiß nicht, aber es ist relativ schnell gewesen. Es ist klar, das ist halt ein bisschen das Problem, du kannst keine offenen Diskussionen mehr führen, aber er hat sich ja eben auch komplett verweigert dieser Diskussion. Und hat einfach gesagt, nein, die heißen so, die heißen immer so, fickt euch. So, dann wird es natürlich schon schwierig, oder? Nein, das verstehe ich schon. Und dann kannst du auch sagen als Reaktion, ja, dann machen wir's. Nein, ich finde allgemein Diskussion richtig. Ich finde auch richtig, dass man darüber redet und sagt, okay, die alten Sachen, sind die noch zeitgemäß oder nicht und bla. Aber nicht aufgrund von einer Schockreaktion auf, oh mein Gott, wir bekommen den Shitstorm, jetzt müssen wir sofort reagieren und jetzt machen wir so, oder stellen wir uns so her als Black Lives Matter unterstützen die Firma mit das, dem. Also das ist dann völlig... Das finde ich auch Bullshit. Ich habe hab von jemandem gehört, der in einer Firma arbeitet, wo irgendwie gepostet hat, wo der Krieg losgegangen ist, Ukraine-Krieg, wo sie irgendwie gepostet haben, wie absolut schrecklich es ist und wie sie jetzt Sachen unternehmen werden, um denen zu helfen. Und dann hat irgendjemand darunter kommentiert, und was macht ihr? Und dann hat das so intern hat es dann so eine Gesprächsrunde gegeben, wo dann jemand gesagt hat, hey, die Frage ist gestellt worden, was muss ich dort antworten? Und dann so, aha, ja, also Social Media Mensch ist erst in einer Woche wieder da, ist gerade in der Ferien, bis dann einfach mal nichts und ja. Das heisst, es ist dann so wie klar geworden, sie machen genau nichts, sie haben auf den irgendwie, auf ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgendetwas Washing. Aber haben sie überall etwas, wo könnte... Genau, Solidarität bekunden, so, oder? Wie zum Beispiel Pride Month, wo dann irgendwie alle auf den Regenbogen posten. Yeah. Und dann so, dann immer wieder die Frage ist, machen die ja wirklich effektiv etwas? Oder... tun ihr euch einfach quasi schmücken mit einem Schmuck, wo euch lasst gut durchstehen, oder? Mit Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit generieren und machen und das Thema anregen und Diskussionen anregen, super. Aber dann sagt auch, wir machen nur das. Yeah. Wir sind da nur am Fahnen schwingen und Aufmerksamkeit und Fähne und dazu und jubeln und bla. Aber sagt nicht gleichzeitig, wir sind effektiv etwas am Bewirken, physisch so was macht. Du machst durch den Druck erhöhen, du hast jetzt ein bisschen Zustimmung. Aber, weißt du, ich verstehe nicht, dass man zum Beispiel einem Putin irgendwie den schwarzen Gurt wegnimmt in einem Judo-Verein. So, jetzt ist seine ganze Macht weg. Dann hat er gedacht, dann lassen wir es. Ja, auf Shit, dem ist das alles aufgebaut. Fußballmannschaft, die russische, ist von der WM gestrichen worden, so. In Katar. In Katar, weißt du. Kollege, bis dort, wo sie gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, es ist noch nicht mega hart Krieg gewesen. Es ist so, ein paar Sachen sind passiert und es ist gerade so losgegangen und FIFA gerade so, nein, wir nehmen da Dings raus. Kollege, zu dem Zeitpunkt haben die mehr Tote auf dem Gewissen in Katar gehabt, als der Putin in der Ukraine. Ja, yeah, ja. Yeah. Bei dem Stadionbau sind so viel mehr Leute wirklich verändert. Es ist immer nur Image. In Südafrika haben sie eigene Gerichte aufgebaut damals, damit sie Leute so schnell das Land verweisen können. Damals Ukraine-Polen-EM haben sie irgendwie Strassenhunde angefangen zu verschiessen. In Brasilien sind Favelas einfach abgedings worden.
So doppelmoralisch, alle springen einfach auf irgendwelche Arten dort rauf. Es ist eine richtige Sache, yeah, aber mit so vielen falschen Herangehensweisen und so vielen ganz gut Mitfahrern. Ich habe bei den Energy News, ja, und das sind wirklich Energy News gesehen, hat es geheißen, Uber hilft ukrainischen Flüchtlingen. Alle in der Schweiz, die eine ukrainische Telefonnummer haben, kriegen hilft mit Essen, mit gratis Essen und gratis Fahrten für ukrainische Flüchtlinge. Mhm. So. Und zwar alle, die eine ukrainische Telefonnummer haben, kriegen eine Fahrt im Wert von 25 Franken und können einmal Essen bestellen im Wert von 40 Franken. Und also wie eine ukrainische Nummer haben? Also das als so Beweis von, ich bin von Ukraine. Okay. So, das ist okay, das kann ein bisschen helfen, ja. Mhm. Dass es für das eine News gibt. Eben, sie holen so viel mehr raus, machen es doch einfach mal. Ja, mit einer Aktion, wo meine Freundin hat so Notifications von Uber Eats aktiviert. Mhm. Ich glaube, jeden Montag kriegt sie etwa die Aktion. Also weißt du, nicht gerade die, aber so irgendwie halben Preis und wenn du jemanden empfiehlst, kriegst du irgendwie 50 Stutz oder 25 Stutz. Also weißt du, es ist so hart Marketingbudget, wo einfach jetzt dafür etwas anderes gebraucht wird. Der Matteo hat jetzt gerade auf der Bühne erzählt, dass er irgendeinen Scooter genommen hat, ich weiß nicht welche Marke, und dann kriegt er eine Notification, wo sie gesagt haben, morgen werden in Solidarität für die Ukraine werden eine Stunde lang alle unsere Scooter gelb-blau blinken. Hey, da kannst du kotzen, Mann. Stell dir vor, du bist wirklich in dieser Situation, bist am Flüchten und so und dann Scooter blinken in unseren Farben, super. Das ist genau das, was der Matteo dann sagt. Das ist genau das, was du willst, oder? So, ah, schau mal, du hast irgendwie kein Daheim. Und dann hat er gesagt, aber schau, in der Schweiz haben eine Stunde lang das Scooter gelb-blau blinkt. Wow! Ja. Weißt du, ich sage nicht, macht es nicht. Ja, macht es. Ja. Ja, ja. Hängt es auf, macht alles. Aber tut nicht Marketing betreiben nachher auf dem Rücken von diesen Leuten. Das ist so hart. Ja. Sich so zu positionieren. Mach doch einfach. Lass doch blinken, ich sehe sie dann, wenn es blinkt. Und ich checke dann auch, was es ist, aber... Das denke ich immer, das ist ja die stärkere Aktion, oder? Weil ich meine, eben, dass die Uber-Nachricht überhaupt in die Nachrichten kommt, heisst, sie haben ja eine fette Medienmitteilung rausgelassen, wo sie gesagt haben, übrigens, das machen wir. So, ja. Aber okay, ich muss dazu sagen, wenigstens haben sie etwas gemacht. Und nicht einfach postet, wir stehen solidarisch mit ihnen. Was machen sie überhaupt? Hey, das tun wir in zwei Wochen beantworten, ist gut. Ja. sind die Leute so schnell im sich anstellen und zeigen und dann, wenn es ums Machen geht. Also eben, wir kritisieren da wohltätige Handlungen eigentlich. Also es ist wie so die Schattenseite vom Gutmenschentum, dass man sich halt... Es sind so wie die Leute, die gehen auf Afrika und sagen, ich habe da drei Schulen aufgebaut und alle finden so, ja, jetzt muss er sich posieren vor diesen Schulen und so. Kollege, der hat drei Schulen aufgebaut. Yeah, yeah. Und jetzt stell dir vor, es kommt raus, der hat gar nicht drei Schulen aufgebaut, der hat nur eine Schule aufgebaut. Yeah. Die Leute würden sagen, das ist ein Hurensohn, Mann. Yeah. Die würden dann aggressiv anficken wegen dem, aber er hat immer noch eine Schule aufgebaut. Yeah, yeah. Nur weil er ein bisschen sich drüber gestellt hat, wäre das mega... Das ist eine mega komische... Es ist eigentlich könnte man auch sagen, wir sollten das forcieren und sagen, wir machen das Ranking, wer macht am meisten? Und der Beste ist dann so Nummer 1 und der Zweite ist, weißt du, extra das noch, weil im anderen Bereich passiert das in dem Bereich, wo gar niemandem hilft, machst du auch Rankings und wer ist der Beste und wer ist das Ding. Und beim Wohltätigen, sobald du es zeigst, wirst du kritisiert. Wieso machen wir das nicht umgekehrt? Wieso machen wir das nicht so richtig? Weißt du, Das wäre sicher eine Möglichkeit, also die Wohltätigkeitsolympiade. Ja, genau. So, alle Disziplinen. Wie viel Geld hast du gespendet? Wie viel Menschen hast du dir auch geholfen? Voll. Das, ja. Mhm. Ich glaube, es ist... Bei vielen Sachen ist es ja auch so, es kommt immer irgendwie aus. Also weißt du, wenn du jetzt, wie du sagst, du siehst ja dann, wenn die Scooter blinken, oder? Ich weiß wirklich bis jetzt noch nicht, was das bringt, aber... Hey, vielleicht fühlt sich jemand besser. Ja.
Das ist wie, wo sie auf dem Balkon geklatscht haben. Ich habe mit ein paar Leuten von der Pflege geschwätzt. Ich glaube, niemand hat bis jetzt gesagt, oh, es hat mir mega viel da. Genau, aber eben sollte es das wegen dem nicht geben. Das ist yeah, so eben, Frage. Das ist, genau, das ist dann eben die Ursprungsfrage. So, ja, eben mache ich das jetzt zum Menschen helfen oder zum mich gut fühlen? Es gibt Friends. Es gibt eine Friends-Folge, wo es genau um das geht. Wo der Joey, weil er natürlich immer arbeitsloser Schauspieler ist, kriegt irgendwie einen Job bei so einem Spendetelefon Marathon. Weißt du, wo irgendwie sie hocken alle den ganzen Tag dort und sie nehmen Spenden entgegen. Ah, ja. So, okay. Oder? Der ist spitz bekannt, weil er in einer Serie gespielt hat. Genau. Und dann ist irgendwie, ich weiß nicht, was genau gesehen ist. Es geht irgendwie schon Theater. Er meint, er ist Co-Host, aber ist er nicht. Er muss auf dem Telefon sitzen. Und er merkt dann irgendwann, dass er gar nicht im Fernsehen ist. Und so. Okay. Und er hat aber so eine Grundsatzdiskussion mit der Phoebe, wo es darum geht. Er sagt, keine gute Tat macht man, ohne dass es irgendeinen Vorteil hat für sich selber. Mhm. So, eben entweder fühlst du dich gut, also es geht nicht anders. Du selber machst es ja, auch. Ja, im Minimum ist es immer yeah. etwas. Also, und du kannst dich ja nicht aus dieser Gleichung rausnehmen. Du bist immer der Teil, der gibt. Mhm. Und also passiert genau. immer etwas mit dir. Und sie sagt, nein, man macht es auch wirklich selbstlose Taten, die einem nichts helfen und so. Oder? Und probiert es ihm dann zu beweisen. Und irgendwie lässt sich von einem Wespe stechen und er sagt, was hat das jetzt am Wespe da? Das ist jetzt tot. Yeah. Oder Bienen, weißt yeah. du. Und so. Und sie macht es dann, indem sie dieser Firma Geld spendet, die sie absolut schlimm findet. Und sagt, mit dem mache ich jetzt wirklich etwas Selbstloses. Oder? Mhm. Weil ich mich fühle mich nicht besser, da. Wegen dem kommt er dann aber, er nimmt die Spende entgegen und kommt dann ins Fernsehen, weil er ist irgendwie der tausendste okay. Spender an diesem Tag. Oder irgendwie so. Und ich finde aber die Grundfrage finde ich aber extrem spannend, weil natürlich ist auch bei mir so der Grundimpuls immer, ja, ich fühle mich sicher besser, wenn ich in irgendeiner Art und Weise habe können helfen oder wie auch immer. Aber es gibt ja dann auch so, da rede ich jetzt überhaupt nicht von so Waldkatastrophen, sondern eben so wieder wie Ehrlichkeit versus Nettigkeit. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, dass du jemandem mal sagst, hey, wenn mal etwas ist, gell, gibst Bescheid. Und irgendwie hast du keine Connection mehr zu diesen Leuten. Und 4 Jahre später heisst, hey, kannst du mir jetzt da und da helfen? Mhm. Und ich brauche jetzt dringend das und das von dir. Oder was auch immer. Und dann bist du so ein bisschen, soll ich das jetzt wirklich? Mhm. Und eben für wen mache ich das denn? Also es ist so schwierig. Und ich denke oft so bei so Wohltätigkeitssachen, denke ich immer, man findet es schon irgendwie raus. Ich weiß noch, wie mal, ich glaube, der Schuhmacher hat damals mal für etwas, ich glaube, 1 Million gespendet. Mhm. Eben, dann haben die Leute auch kritisiert, aber hat es öffentlich gemacht. Aber eben trotzdem eine Million gespendet. Ja, voll. Das ist dann eben, dort fragst du dich dann, ist 1 Million ein nices Werbebudget für deine eigene Marke? Mhm. Und dann denke ich, so, bei einem Rennfahrer wahrscheinlich nicht einmal, ja. Was verkauft der kriegt ja, Geld für das Rennenfahrt. Genau. Und wenn er sich so gewöhnt, kriegt er vielleicht ein bisschen mehr Geld. Voll. Aber wenn er 1 Million weggibt. Genau. Bei der Politik sind die ja dann nur auf Person bezogen, oder? Wenn die Beliebtheit steigt. Dann gehst du ins Kinderspital, machst eine Runde, küsst ein paar Köpfe und dann bist du plötzlich, oh wow, mega, weißt du. Ja, aber das ist ein ganz klares Marketingbudget. Ja. Aber gleich, lieber so, ja. Oder? Lieber machst du dort etwas als nicht. Und das ist so ein komisches, dass der bittere Nachgeschmack, ich glaube, das kommt hauptsächlich auch von den Menschen, die selber nichts machen und dann die kritisieren, was sie machen und zeigen. Mhm. Weil eigentlich ist es ja nicht schlimm. Eigentlich sollte es von mir aus Pause mit dem um, wie du willst. So, Hauptsache du hilfst, Hauptsache du machst wirklich etwas. Darum müssen wir vielleicht wieder die Wahrnehmung ändern und das wirklich in einen Wettbewerb umwandeln, wo dann der Platz 1 zum Beispiel von irgendwo irgendetwas bekommt. Oder, weißt du, dass wir ganz offen damit umgehen, dass wir nicht 100%ige Selbstlosigkeit, dass das gar nicht existiert. Mhm. Weil dann wärst du ja gar nicht um. Wenn selbst los, also weißt, wenn dein selbst nicht dort wäre, dann würde ja nicht passieren, sondern du bist ein Teil von dieser Gleichung und du gibst etwas und im Mindesten bekommst du eine Art von Selbstwohltuung. So, du fühlst dich besser dadurch. Und wenn du jetzt nicht gerade Marketing draus machst, immerhin
Also du machst das aus irgendeinem auch persönlichen Grund. Ja, und eben, solange du etwas machst, ist ja auch nice. Ja, aber eben, das Mass von dem, was man daraus raus dann baut, so, oh, ich habe da einem aufgeholfen und du jetzt so, als hätte ich die Welt gerettet, oder ich habe da, und bei dem Krieg bin ich jetzt voll engagiert, hast du gesehen, was ich für erfahren und Kollege, schau mal zurück, die letzten 100 Jahre, was für dauernde Krieg wir hatten, keiner interessiert sich für irgendetwas, und dann kommt irgendetwas, was medial ein bisschen aufgepusht wird, und dann plötzlich bist du dann voll dort. Es hat sogar so Marketing-Sachen, also so in Amerika, glaube ich, hat es so Dinge gegeben, unterstützt die Ukraine, und dann die Begründung ist so, weil das sind wie wir. Ja, die schauen das auch so Netflix. Ja, ja, ja. Was, Mann? It's Europe. Ja. Es hat so einen Zusammenschnitt gegeben, was ist gesagt, ich glaube, bei Trevor Noah, wo er so zeigt, wie jetzt eben Betroffenheit ist jetzt riesig bei allen amerikanischen Medien, weil eben es ist so, es ist Europa. Das weißt, ist, wir sind auch weiss und westlich und ja, ja. Netflix und so, so Argument gebracht, wo du denkst, Kollege, Amerika soll einfach mal die Fresse haben, also wirklich, also politisch. Politik, das soll, was haben die das Gefühl, man? Als wäre der Putin seit gestern so. Also hat er sich plötzlich gewandelt. So. Plötzlich ist er ein völliger Ding. Deutschland, die finanzieren den Scheiß an. Das regt mich so. 60% vom Gas von Russland, von Deutschland kommt von Russland. Ja, ja. Das heisst, täglich gehen zweistellige Millionenbeträge einfach nach Russland. Mhm. Klar kannst du nicht einfach abstellen, aber eben die Abhängigkeit, die da entstanden ist, ist mit einem Typ, der schon durch Wahlbetrug da reingekommen ist in das Amt. Nein, es sind 98% wirklich für ihn gestummen. Ja. Es hat so Videos gegeben, wo die Leute so säckweiss so Dinger hatten und so. Und was mir am meisten leid tut, sind die Russen in Russland, wo jetzt absolut darunter leiden. Auch wenn du ein reicher Russ bist, so, also die, die weißt, politisch hinter ihm stehen, okay, die kann man vielleicht sanktionieren. Aber sag, die 35, die mit ihm an der Sitzung gesehen sind und dann gesagt, mach. Ja, aber es gibt noch ein paar andere. Aber es gibt so viel ehrlich Geld für die Menschen, die auch nicht seine Politik unterstützen. Und auch wenn sie ihn cool finden, niemals auf Ukraine den Krieg unterstützt hat. Und es gibt so viele Leute, die jetzt darunter leiden. Und wir sind so absolut, jetzt kannst du voll gegen Russen schiessen und gegen Russen sein. Und allgemein Russen müssen jetzt, die sind jetzt einfach, weil einer mit seiner Truppe etwas entschieden hat. Das ist das grösste Land der Welt. 100 Millionen Leute. Es ist so komisch, es ist einfach darum, ich halte mich da draus, es ist... Für das jetzt viel drüber geschwätzt. Ja, ich weiß. Was haben wir? Ja, wir haben noch ein bisschen. Feel Good Podcast, hey! Russland! nein, aber weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, mit dem eben so, sich selber gut darstellen lassen. Du hast kein Social Media, aber es gibt so, ich folge ein paar so, schon vor all diesen schrecklichen News, ich folge ein paar so Good News-Seiten. Mhm. Weil mir macht das irgendwie noch happy. Aber das Problem ist, ich habe gemerkt, auch die switchen jetzt. Auch bei denen sind es jetzt nicht mehr effektive Good News, sondern sind Leute, die irgendwie etwas Tolles machen, aber eben mit dem man sich selber wieder irgendwie pushen und promoten. Mhm. Das ist super anstrengend. Also zum Beispiel, es gibt so einen Trend, wo irgendwie Menschen, Obdachlose mega viel Geld geben. Ja. Yeah. Und das filmen sie. Ja. Yeah. All die YouTuber machen das ja, so giving back und so. Ja. Yeah. Fucking. Das kommt mir so auf den Sack, weil ich denke mir so, du bist, stell dir vor, du bist obdachlos und es kommt ein, gibt dir mega viel Geld und hebt dir noch eine Kamera ins Gesicht. Also, ich meine, das ist für mich eigentlich die allergrößte Vorführung ever. Mhm. So, und mit dem willst du dann einfach nur, hey, ich... Ja, mit dem Video allein holt er es ja schon wieder raus, so, weißt du, wenn du es monetarisieren anschaust, dann hat er 1 Million Klicks. Es gibt einen YouTuber, der, wie heißt der, Mr. Beast, der macht ja dann irgendwie so, keine Ahnung, der verschenkt seinen Freunden eine Insel und also, der tut ja das ganze Geld immer reinvestieren. Und das finde ich irgendwie lustig, weil es ist so zum Teil so Bullshit. Er macht irgendwie auch lustiges Zeugs und auch irgendwie, keine Ahnung, ob er kann in einem Laden für eine Minute können, alles, was sie kriegen, können sie behalten und so. Und das finde ich, das hat ja dann mehr so der Entertainment- und Game-Show-Charakter, wo ich okay finde. So, es macht, wird kein Hehl draus gemacht. Yeah. Aber bei dem dann, genau, dass du die eigentlich wieder finanzierst, auf dem Fall Kosten von jemand anderem, dort ist es nicht entscheidend, dass die Person
Die bleibt obdachlos. Ja, mega. Die hat ein paar, vielleicht $100 oder was auch immer sie kriegt. Super, jetzt musst du für zwei Wochen vielleicht nicht so viel Sorgen machen wie sonst. Ja. Oder so ein komplettes Umstyling, was machen. Oh, du bekommst neue Kleider, neue Frisur, kannst du duschen und so und bla. Okay, danke. Und jetzt? Jetzt kannst ab und der Brücke. Ja, wirklich. Oh mein Gott. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist wirklich. Also klar, es tut ihm für einen Tag gut und wenn er das nicht gehabt hätte, hätte er das Ding. Aber du tust einfach für einen Tag wieder den Kontrast auf zu dem, was er nachher wieder muss weiterleben. So, ja, und mach doch einfach so ein Mr. Beast oder wer auch immer die Leute sind. Mach doch eine fette Mansion mit geilen Räumen, wo einfach die Leute können, Obdachlose gratis dort innen wohnen. Du hast gewisse Regeln, stellst zwei Leute an, die dort gehen schauen und sagen, Leute, ich muss da schon ein bisschen schauen und so. Mhm. Gib doch denen einfach das Real Estate, wo sie können drin leben. So. Das gibt es jetzt in den USA, gibt es jetzt mittlerweile, gibt es so So Communities, wo sie effektiv kleine Häusle aufbauen, wo sie für Essen sorgen, und das dann wirklich so wie so eine Mini-Stadt wird. Ja, genau. Das ist noch recht geil. Ja, weil es gibt ja recht viel Land in Amerika, wo du könntest machen. Und dann sagst du, wir machen das in einem Ort, wo so voll, weißt du, so, keine Ahnung, Bum City oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Machst du ein riesiges Ding draus und dann gehst du in all die Städte und sagst, hey, da hast du ein Ticket für dort hin, da hast du ein Ticket für dort hin, da hast du ein Ticket. Du tust die Städte sozusagen von dem Problem lösen, dass die Leute halt überall rum sind, wo es halt auch Risiko sind. Der eine ist mal einfach in einer Matratze am Pennen gsi und dann haben sie einfach entsorgt. Das habe ich in 20 Minuten oder so gelesen. Ich weiß nicht, in welchem Land, wo das war. So aus Versehen ein Mensch in Abfallschredder gerührt, sozusagen. Oh mein Gott. Und all das Zeug und auch Vegas mit ihren Unterground-Dingern und so. Und dann könntest du ja in Nevada irgendwo etwas Riesiges bauen, wo dann. Ihr habt ja den konstanten Revenue-Stream. Und dann würde es auch Sinn machen, dass die Leute ständig auf deinem OnlyFans spendet. Weißt du, so. Also OnlyFans ist vielleicht nicht so richtig, aber weißt du, die Patreon-Seite und so, dann macht es ja Sinn, dass man dort dann konstant Geld reingibt, weil das aufrechterhalten wird dort. Yeah. Und dann siehst du, zack, Cause, Effekt, direkt etwas, es hat direkt einen Einfluss und eine nachhaltige Verbesserung von diesen Lebensstandard. Und dann würdest du auch den ganzen Staat anpissen, würdest sagen, look, wir machen das mit unserem YouTube-Geld und du als milliardenschweres Ding kannst das nicht. Ja, und es hat ja dort auch immer dann mit der Gesellschaft zu tun, wo eben, wenn sie sich nicht können, also nicht alle logischerweise, aber wenn Menschen sich nicht können gut darstellen, dann helfen sie vielleicht auch nicht so groß. Hingegen, wenn es denen so eine Möglichkeit gibt, dann haben sie vielleicht, auch wenn es vielleicht für falsche Motivation ist, dann kannst du ihnen sagen, hey, und wenn die das noch machen, dann können sie nachher, dann sind sie auch mal in dem YouTube-Video. Vielleicht gefällt ihnen das ja. So, wow, Millionen Views, ich bin dort jetzt gesehen, keine Ahnung was. Yeah. Als ich das letzte Mal in L.A. gesehen bin ich so im einen Hostel, zu unserem Aufenthaltsraum und der läuft halt auf dem Fernseher. Und es ist so Local L.A. News. Und dann haben sie einen Bericht gemacht von Orange County, die OC, oder? Die ich natürlich kenne, weil ich habe ja die Serie geschaut. Ja. Ich weiß genau, was da aussieht. Und es hat ja irgendwie, keine Ahnung, es hat ja nicht so viele Einwohner. Und es ist ja voll die rich Community. Mhm. Bla. Und dann ist dort ist die grosse News gesehen, dass zum ersten Mal eine homeless person in OC gestorben ist. Okay. Und dann haben sie einfach darüber schwätzen. Und es ist so klar, es ist so schnell klar gesehen. Und das ist dann halt wirklich so, will ich sagen, progressives Denken gegen konservatives Handeln sozusagen. Es gibt irgendwie 3000 Obdachlose in OC. Mhm. Und die Community stört sich ab dem. So. Und sie wollen, dass man das löst. Und sie haben alle massive Wohnraum. Sie haben alle ein Poolhouse, Guesthouse, da. Mhm. So. Und alle haben sich geweigert, auch nur jemanden aufzunehmen. Und dann kommt irgendwann der tragische Moment, wo jemand auf der Straße stirbt. Mhm. Und dann wird darüber geschwätzt. Aber geändert wird nichts, sondern sie wollen einfach mit Geld die Leute wieder wegbringen. So. Yeah. Das ist eigentlich. Also, und es ist so einfach, das progressive Denken war, wir müssen denen helfen, wenn das konservative Handeln ist, wir machen es trotzdem nicht. Das war so einfach. Yeah. Weil eben, was ist die eigene Nutzen? Ja, nein, dann habe ich noch irgendjemand im Garten, will ich doch nicht. Yeah. Ich habe da 7 Hektar für mich.
Weil ich laufe ja jeden Tag 5 Stunden durch alle diese Dinger. Ja, egal. Aber das wäre mal das Crowdfunding-Projekt, nicht? Zu sagen, hey, wir suchen uns irgendwo grosse Landfläche und überlegen, wie viel das kosten würde mit dem ganzen Ding. Und dann tust du das Projekt einfach mal auf so eine Crowdfunding-Plattform und es mal, schauen, wie viel dort zusammenkommt. Auch wenn es 100 Millionen sind. Es gibt Leute, die bringen Bücher raus und haben 3 Millionen Crowdfunding-Cash bekommen. Ja, ja. So der Brandon Sanderson ist so ein Fantasy-Autor. Bro, da bekommt einfach über 1 Million für ein Buch, das er, weißt du, er braucht es gar nicht, er hat es schon geschrieben, er hat einen Verlag. Es ist einfach so, du bekommst halt noch das Buch dazu, wenn du irgendwie 50 Schutz gibst und so. Kennst du nicht das Zach Braff von Scrubs? Ja, ja. Der hat effektiv einen Film selber finanziert. Yeah. Mit Crowdfunding. Ja. Yeah. Weil er gesagt hat, ich will bei keinem Studio, Label, was weiß ich, mir irgendwie reinschwätzen lassen. Yeah. Das soll wirklich für so, genau so sein, wie ich es mir wünsche. Mhm. Ob es ein gut ist oder nicht, aber dann habe ich es mal gemacht. Mhm. Und das soll für die Leute sein, die das wollen sehen. Mhm. So. Und ich glaube, 5 Millionen hat er zusammen gesammelt. Krass, ja. Und hat so den Film können finanzieren. Ja. Das siehst du in der Lotterie, weißt du, so, jeder zahlt irgendwie 12, 13 Stutz. Ja, ja. Das kommt mit Milliarden Stutz zusammen. Es gibt die Urban Legend, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass mal so Hacker in Deutschland haben sie irgendeine große Bank haben sie können hacken und haben von jedem Konto 1 Cent genommen. Ich fand das so witzig, das ist geil. Aber es ist ja immer das Gleiche. Es ist so, ja, wenn jeder nur einen Stutz gibt. Und, wir müssen noch einen grossartigen Themenwechsel machen, bevor der Christoph dann eine Krise schiebt, wenn wir dann nicht aufgehört haben rechtzeitig. Okay. Und zwar, wir haben angefangen in dem ganzen Ding mit das Programm, wo du mit mir begleitet hast, 2 Programme. Und jetzt kommst du mit meinem eigenen. Darum gehst du ja überhaupt quasi. Also ich hätte eh nicht 5 Jahre gezwungen, mit mir mitzutun. Aber du bist jetzt eben, das ist jetzt eine neue Disziplin, wo du jetzt drin bist. Ja. Also eine gemeinsame Tour wäre das Nächste, was wir machen könnten. Also wenn ich meine Tour gemacht habe, vielleicht 2023 oder so, und dann noch einen Charlie, einen Sven vielleicht dazu holen, das wäre schon. Charlie und ich haben vor ein paar Wochen haben wir gesagt, eigentlich müssten wir es selbst machen. Ja. Und dann ein Konzept machen, das wirklich interaktiv und zusammen und etwas ist, wo Divertimentos hat sich gefasst machen. Nein, also einfach eine coole Runde machen mit auch vielleicht Tag ein bisschen und weißt du, dass man das alles ein bisschen verbindet. Kennst du, also es ist jetzt auch auf Netflix als Special, aber es ist eigentlich auf ihre oberfüllende Show gesehen, von Martin Short und dem Steve Martin, ihres Programm. Ja. Yeah. Das finde ich so genial. Wunderschön. Nachher kommst du mal an und dann sind sie da. Ja. Es ist nichts Neues. Mhm. Es ist nichts, was man irgendwie nicht schon mal in Art und Weise gesehen hat. Mhm. Sogar gewisse Jokes haben so die klassische Struktur. Mhm. Yes, an evening you will forget for the rest of your life. Aber es ist so schön. Das ist eins von meinen Happy-Programmen. Ja. Und es ist oft so der gute Altherrenwitz. Ja, es gibt so einen grusigen Altherrenwitz, aber es gibt einen guten Altherrenwitz. Ja. Der gehört absolut dazu. Ja. Und das ist genau das, oder? Sie haben alles drin. Sie haben mit Stand-Up drin, wo sie sich kann man ja wunderbar roasten. Gegenseitig, ja. Voll. Wir haben uns ja sensationell geroastet am Geburtstag vom Team. Ja, alle sind verreckt die ganze Zeit, egal was. Und du hast das Böseste können sagen über die Person und über den. Und es ist alles top gewesen. Das heisst, dort hast du dann eben auch wieder so einen klar abgesteckten Rahmen, wo du weißt, das funktioniert. Oder? So wie im Privaten, wie im Auto. Und dann haben sie eben auch ein Talk-Element. Ja. Es ist völlig klar, wenn Steve Martin, der Martin Short, fragt, wo du das und das gemacht hast. Es ist ja eben wie eine Talkshow. Die Geschichte hat er eben jetzt schon 100 Mal erzählt auf der Bühne, aber es funktioniert einfach und es ist so schön. Also, das müsste man sich mal überlegen. Mhm. Aber also, du denkst schon wieder weiter, das ist so typisch für dich. Ja. Du hast jetzt bald Premiere und du denkst an das nächste Projekt. Ich kenne es von mir, aber du musst ja jetzt eigentlich zuerst mal die Premiere durchkriegen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist komplett etwas Neues. Es ist, der Einstieg ist eigentlich das Schwierigste.
Und ich gemerkt habe, so auf die Bühne stehen und einfach sagen, okay, ihr seid jetzt alle da und es kommt nicht ein Joel nach mir, wo ich kann sagen, okay, meine halbe Stunde hat nicht so funktioniert, ich gehe wieder. Sondern ich bin einfach voll verantwortlich. Ich stehe dort und muss die Leute abholen. Und dann gibt es so einen feinen Grad zwischen zu viel erzählen am Anfang und zu erklärend werden. Und dass die Leute dann finden, ja, Kollegen sind da zum Schauen, fangen endlich an, wird endlich lustig. Was ist? Du musst mir nicht den Abend erklären, zuerst so eine halbe Stunde. Und dann fühle ich mich so, okay, das habe ich zu viel gemacht, da bin ich zu wenig. Ich habe jetzt 3 Tryouts gehabt. Jedes eins anders als andere, also wirklich sehr viel verschiedene Zeug aufgebaut und probiert. Es ist ein schöner Prozess, zu sehen, wie das funktionieren kann und was die Leute gut annehmen und wie es funktioniert. Es ist einfach, also ich liebe es. Wirklich. Also dort, wenn ich merke so nach 10, 15 Minuten, ich bin drin und dann keine Ahnung, also es ist wie so ein Flirt mit dem Publikum. Es ist ständig, ich sage etwas, die reagiert, ich reagiere auf ihre Reaktion oder gehe weiter. Und es ist so eine erfüllende Art, etwas zu machen, weil es nicht etwas ist, wo so Effekthascherei-mässig ist, so, ich bin laut und mache etwas, sondern ich bin wirklich auf mich selber reduziert, einfach am Reden. Und das ist so intim eigentlich mit dem Publikum, mit den Leuten. Und so die Energie und die Spannung in der Luft zu spüren, es ist magisch. Es hat wirklich etwas Magisches, wenn du so einfach so einen Raum hast mit Menschen und es passiert einfach ein Gedankenaustausch über akustische Wellen. Ja, es ist ja, ich sage immer, es ist eine Symbiose. Also im Idealfall ist es eine Symbiose von Künstler und Publikum, wo eben so hier und her, Energie hier und her geht und der Austausch, wie du sagst, das finde ich crazy. Wir haben mal nach dem ersten Tryout, glaube ich, haben wir telefoniert. Das ist das einzige Mal, wo wir geredet haben in den 3 Jahren. Telefonieren wir mal. Und dort, Hast du gesagt, du checkst erst jetzt, was Solo bedeutet. Das habe ich sehr faszinierend gefunden, weil eben du ja so viel mit mir dabei gewesen bist, eben vor 3 Jahren, jeden oben, bis auf 2 oder 3 oder so, hast du gesehen, Solo spielen, du bist andere Solos gelesen. Und trotzdem, erst wenn man es selber macht, merkt man nochmal einen Unterschied. Das habe ich richtig krass gefunden. Weil ich meine, ich habe ja wie Solo angefangen. Nein, es ist für mich, ich habe gemeint, ich sehe mit dir schon auf dem gleichen Ding und laufe mit dir mit. Und das ist für mich wahrscheinlich die gleiche Erfahrung, wie wenn du nachher auftrittst. Aber eigentlich ist es für mich immer noch wie Mixed Show gewesen. Ich bin gekommen und ich weiss, es kommt noch jemand anders. Und vor allem sind alle Leute für dich da und ich bin dein Voract. Und das ist eine ganz andere Liga nochmal. Also das ist wirklich nochmal einfach den ganzen Abend so für sich beanspruchen und sagen, hey, ich gehe dort raus, weil ich habe gemerkt, anscheinend bin ich, während du, also wenn wir zusammen vertreten sind, sobald du auf die Bühne gehst, bin ich wieder Zuschauer. Ich bin dann, ich nehme dich dann wieder wahr als, okay, jetzt hat er das gesagt, dort und bla. Aber der sein, wo in dem Moment das sagt und die Begrüßung macht und überlegt, wie tue ich so ins Programm reinführen, das ist eine ganz andere, es hat ein ganz anderes Gewicht. Es ist wirklich so eine Schwere, wo damit einhergeht, von 1000 Sachen denken im Hintergrund und dann da aber so spontan sein und locker und aber das ist At Brainpower ist ein anderer. Ja, absolut. Ich weiß nicht genau, wie viel es beansprucht und so. Es gibt so Statistiken, irgendwelche Forscher haben mal irgendwie, ist wahrscheinlich nicht ganz auf Stand-up zurückzuführen, aber bei einem Theatermonolog, was ja dann halt schon wirklich der Peak von der Performance ist, wenn du in einem Theaterstück dann die Monologe hast. Dort ist anscheinend die Adrenalinausschüttung die gleiche wie bei einem Düsenjet-Pilot. Okay. Oder Pilotin natürlich, beim Start. Ja. So. Und ich glaube, leistet das, also das Adrenalin ist das eine, aber das andere ist effektiv, was ich immer merke, vor allem beim Solospiel. Bei einer Mixed Show ist mehr so,
machst mal, oder? Mhm. Und eben auch ein Open Mic sowieso. Mhm. Dort geht es mehr darum, so der eben State of Freedom und irgendwie die eigentlich Achtlosigkeit ist eigentlich etwas Tolles in dem Moment. Das ist so, wie es immer passiert. Mhm. Oder? Und bei einem Programm, bei einem Solo geht es schon eben darum, irgendwie so die Pferde zusammenzuheben. Und ich merke oft, wie das Hirn oft irgendwie so, sind so 4-5 gleichzeitige Gedanken. Und das kannst du nicht erklären, weil manchmal denkt man ja effektiv so in Sets, oder irgendwie so, jetzt mache ich das und jetzt gehe ich dort an oder wie auch immer. Und dort ist es einfach so, es ist faszinierend, was Hirn alles kann machen. Und es ist sicher auch mit Training und es ist sicher mit Repetition und so. Aber dass du überlegst, was habe ich gerade gesagt und wie haben sie darauf reagiert, dann irgendwie, was kommt später, ich könnte ja jetzt auf das schon Bezug nehmen und wie heißt die Person da vorne schon wieder und steige ich jetzt schnell aus dem Joke, weil sie haben da ein bisschen komisch reagiert, reagiere ich auf das? Also, und es sind so viele Gedanken gegangen und das, während du noch am Schwätzen bist und sagst, und dann bin ich, also was auch immer. Genau, du bist am Reden, während das passiert. Yeah. Du gehst nicht dort und sagst, okay, wie ein Billardspieler, weißt, wo einfach der nächste Zug kann da auf voll verschiedene und dann, keine Ahnung, stehst dort und dann zittert vielleicht das ein bisschen das Bein oder du merkst, es kommt ein weißt, es stößt Licht auf vielleicht, weil du irgendwie Mineralwasser getrunken hast oder so viele Sachen gleichzeitig. Also alles, was so dich persönlich, also so die Physiologie, die dort halt in dem Moment sich verändert und dann der Raum und dann und bei einem 20-minütigen Ding kannst du sagen, okay, jetzt habe ich da einen Joke, der nachher irgendwie wieder aufgelöst wird, wenn ich den nicht bringe, muss ich den auch weglassen, okay. Mhm. Aber bei 90 Minuten oder wie 2,5 Stunden, wie meine Tryouts bis jetzt sind. Wirklich, hast du so, wenn ich den kleinen Joke rausnehme, dann fällt die ganze Ding da weg. Ja. Weil ich beim dritten Tryout hat es auch ein kleines Kind gehabt, also so ein 7-jähriges Mädchen, einfach vom Veranstalter, Tochter und so. Und dann fand ich, okay, der eine Joke ist ein bisschen zu vulgär. Es, es braucht ihn, damit mich, also es ist wie etwas, wo ich der Tochter von einem sagen und der muss mich dann hassen wegen dem. Yeah. Und der Hass muss gross sein und für das muss auch mein Fauxpas gross sein. Aber die vulgäre Ding braucht es jetzt nicht in dem Rahmen mit Kind. Yeah. Und wenn der rausnimmst, geht der ganze Familienvater raus, der mich dann würde jagen. Mhm. Und dann hört am Schluss auch die Spannung nicht mehr, kommt die Spannung nicht mehr so auf, weil warum flüchtest du jetzt, wenn niemand dich umbringen will? Dann muss ich es anders. Es ist so, es ist wie so ein nicht das Puzzle, es ist wie so ein Netz, wo wenn ein Ding steht, dann geht alles wieder zusammen, aber auf eine andere Form und plötzlich hast du eine andere Skulptur in der Hand, wo du denkst, präsentiere ich halt das so. Gut, bei dir ist es natürlich auch nochmal ein bisschen spezieller, also weil du eben schon sehr so verschachtelt die Sachen aufeinander aufbaust. Also da gibt es natürlich andere, wo mit einem Solo-Programm halt einfach mal gesagt haben, die Nummer habe ich, die funktioniert, die Nummer habe ich, die funktioniert. Aber wenn es so losgekoppelt, das geht natürlich auch. Also ja, dass es eine zusammenhängende Story ist, macht es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Genau. Also es ist schwieriger, zum einzelnen Ding zu sagen. Genau. Aber zum auswendig lernen ist zum Beispiel einfacher. Das habe ich auch gemerkt. Je weniger es connected ist, desto weniger hast du... hast du auch im Kopf Connection. Das ist oft so. Das habe ich mit dem jetzigen Programm, weil das... Auch wenn es nicht eine lange Geschichte ist, ist es wie ein Film mit einzelnen Szenen und das kommt ja dann am Schluss quasi wie zusammen. Oder? Genau. Und dort merke ich es auch konstant auf der Bühne so, das muss ich ja bringen. Yeah. Weißt du, irgendwie so, wenn ich denke, heute vielleicht nicht so eine Idee, das zu bringen, aber ich muss es bringen, weil sonst kann ich das dann machen. Yeah. Und umgekehrt, jetzt habe ich das nicht gebracht. Ja, dann geht halt das auch weg. Und das geht jetzt auch weg. Also es ist nicht so verschachtelt wie bei dir, aber es ist genau das, wenn du ein Programm so ein bisschen wie einen Film behandelst, das ist genau das Gleiche. Du schneidest bis Minute 20 schneidest irgendwie einen Satz raus in dem Film und dann merkst du, die ganze Beziehung macht keinen Sinn mehr. Dann ist, das und okay, ja, wir müssen wieder drehen. Also was auch immer, Ich habe ganz am Schluss habe ich so einen Teil, wo so eine Kieferszene, wo man dann einfach anhängt und einfach Gedanken frei laufen lässt. Und dann kommt einfach ein dummer Gedanke nach dem anderen. Und dort habe ich zum Beispiel Mühe, mir das auswendig zu lernen, weil was folgt nach dem ist so zusammenhangslos. Yeah. Und dann muss ich so von einem Herdöpfel
muss ich zu Nippel kommen. Also weißt du, also yeah. Es gibt einen Joke, wo über Herdöpfel geht, dann mache ich die Verbindung über den Mr. Potato Head, yeah. Wo grosse Ohren hat und Ohren sind gleich wie auseinander wie die Nippel. Und mhm. Dann, also es musst du, irgendeine Eselsbrücke musst du dann bauen. Ich hätte jetzt gemacht, Pfell, Pell. Das war mein, ja, hat Pfell, nicht Pell. So, aha, das war mein, oh, ja, ja. So, ich werde dort die Eselsbrücke machen. Okay. Nein, ich mache es in Bilder. Ja, aber du machst lieber. Ja. Ah, okay, da sind Ohren. Und weißt, ich hock dort und mache einen Satz, mache 2 Sekunden Pause, um zum nächsten zu kommen. Und für die Zuschauer ist es auch so, okay, ist zum nächsten. Und ja. In meinem Kopf passiert etwas noch viel weirder, als ich eigentlich erzähle. Wenn die diesen Weg mitgehen würden, dann würden sie noch mehr denken, was ist mit dem los? Aber das habe ich zum Beispiel auch, nur noch schnell, ich will nicht so wirklich aufhören. Bei Theater ist mir das ja immer ein grosses Problem gewesen. Weißt, bei einem Theaterstück, was heisst, hey, erste Probe, wir müssen bitte schon den Text auswendig können. Mhm. Das ist schlimmer gewesen, als irgendwie Wörtli lehren für Französisch oder keine Ahnung was. Hast du allein dann auswendig gelernt? Ja. Dann, das ist schwer. Dann, wenn niemand weißt, das gegen eben, das abdecken, von was der Gegenpart sagt und dann wieder ich und dann mhm. So. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich weiß, dass ich ein paar Jahre danach von einem Theaterstück. Ich kann dir kein Wort rezitieren. Mhm. Ich behaupte aber, ich könnte 80, 85, vielleicht sogar 90% vom ganzen Theaterstück könnte ich sofort wieder spielen, wenn du mir in die genau Szene hineinsetzt, ja, die genau gleiche Szene tust, yeah, yeah, mit den gleichen Leuten, yeah, und begegnet mhm. euch oder dann was auch immer. Dann hast du deine Triggerpunkte, wo du weißt, oh, alles völlig yeah, klar. Yeah. Weißt du, wo du musst anlaufen. Das ist so, aber mhm. das irgendwie noch immer sonst hervorzurufen. Das mhm. ist wahrscheinlich das Gleiche mit eben einfach so, wie gesagt, zusammenhanglose Eselsbrücken, yeah, 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 oder? Ja, yeah, yeah. Das ist krass. Zum letzten, wo du das erste Mal da gewesen bist, habe ich das noch nicht gefragt. Am Schluss frage ich immer, was die Leute machen, um sich effektiv gut zu fühlen. Mhm. Mhm. Feel Good Podcast. Yes. Mit dem habe ich mich im Fall letzter Zeit hart auseinandergesetzt, was ich muss machen, um aktiv dafür sorgen, dass es mir gut geht. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen wie forciert an, yeah, aber es funktioniert. Und es ist genauso wichtig, dass man so Tools zur Hand hat, weil sonst meistens Musik. Mhm. Musik ist für mich wie hörbare Emotion. Mhm. So, also ist nicht nur für mich so, ist wahrscheinlich so, dass es irgendeine Wellenlänge dir ins Ohr dringt, die dich dann auf die Wellenlänge bringt. Ja. Und positive Musik, also schöne positive Harmonien, die geben mir immer mega schnell ein gutes Gefühl von dem, was ich mache. Ich bin musikalisch sowieso sehr schnell Mut, so sehr schnell komme ich in den Mut rein. Ich kann irgendein Hip-Hop-Lied hören, aus dem Bus steigen und das Gefühl, ich bin der Boss von der Stadt. So, weißt, und boom, boom, läufst du raus. Und wenn ich finde, okay, jetzt, vor allem vor Auftritt, wo ich unsicher bin, oder wenn es irgendwie so ein bisschen belastende, manchmal siehst du das einfach, wachst auf und hast einfach so, irgendetwas liegt mir schwer auf dem Magen, dann einfach gute, positive Musik in die Ohren und dann durchatmen und ja, dann steigert sich das Wohlbefinden ziemlich yeah, schnell. Ja, yeah, das kenne ich bei mir auch. Was machst du zum gut drauf sein? Oder ich werde ab und zu gefragt und ich sage immer etwas anderes. Musik ist sicher ein grosser Teil. Kürzlich habe ich gemerkt, das habe ich glaube auch noch nie gesagt, hey, ab und zu wirklich... Heroin, weißt du? Nein. Das ist super. Effektiv, heulen. Also weißt du, wenn du wirklich so einen Tag hast, läuft so irgendwie so, es funktioniert irgendwie alles nicht so... Hey, dann lass es raus. Yeah. Oh, es geht mir so viel besser nach. Yeah. So viel. Das macht Sinn, weißt du? Das ist ein Ding, das muss raus. Es ist yeah, ein riesen breites Spektrum von Emotionen und genau, erlaubt ist aber nur das. Ja, ja. Entweder so Neutralität oder positiv. Und das ist ja spannend. Das ist ja spannend bei Kindern, wenn du Kinder anschaust, wo der ganze Range von Emotionen noch eben extrem haben. Yeah. Oder? Und dann heisst, haben die Emotionen nicht im Griff. Ja. Yeah. Das ist ja genau das Problem, wenn du sie dann später im Griff hast, es ist vielleicht schon nicht so gut, einfach alle Menschen anzuschreien und zu sagen, keine Ahnung, du bist ein Arschloch, das war dann wieder zu viel Ehrlichkeit, aber mehr der Punkt von
die Emotionen nicht im Griff haben, sondern eben dann auch mal frei laufen zu lassen, ist etwas, was einem extrem gut tut. Im Griff haben ist ja auch nicht wirklich das. Das ist Unterdrückung. Ja, eben. Griff haben werden auch kontrolliert dann die rauslassen, wo du willst. Du gehst heim und sagst, ja, jetzt lasse ich es einfach mal raus und setz mich her und du bring mich einfach zum Brüllen oder lass das so raus. Theoretisch müsste man das viel öfter machen. Voll. Und ich werde immer etwas anderes da. Kalt duschen ist eh die Daily Routine. Mm. Fühle mich immer gut nachher. Dass ich bin so ein Warmduscher. Ich liebe es in dem. Das mache ich jetzt erst. Stampfwolken. Genau. Dann ist es nur schlimmer. Nein. Dann von der Wärme. Das ist etwas Geiles. Weil nachher, wenn du dann nass bist, hast du nicht kalt. Also weißt du, wenn du dann fertig duscht hast, steigst du nass aus, dann hast du keine Sekunde kalt. Das ist richtig geil. Und ich werde nicht mehr krank. Also ich glaube wirklich so für the long term. Nein, das sagt man ja viel Wim Janky, Hof Method. Wir hören jetzt auf nach fast 1,50. Und ich kann noch sagen, zum Schluss, ich bin wahnsinnig froh, dass ich bei deinem zweiten Auftritt gesehen, weil eben, ich habe die sehr, sehr lustig gefunden. Und eben, was alles dann passiert ist, haben wir schon besprochen. Aber ich bin noch froh, weil ich einen tollen Freund kennengelernt habe. Gleichfalls. Wirklich. Gleichfalls. Ich habe mega Freude ab dem und ich freue mich auf, wenn wir jetzt vielleicht uns nicht mehr so viel gesehen, wir haben nicht wenig geschwätzt, aber auf zu grundsätzlich freue ich mich jedes Mal, dich zu sehen und mit dir auszuduschen und deine Comedy zu sehen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. 420 ist Premiere. 420. Und all the best. Hey, danke dir für alles und für alles, was noch kommt, freue ich mich natürlich. Yes. Ja. Geil ist dir. Danke, Christoph. Hey, danke, Christoph. Bis bald. Peace.